So, hallo, sind wir live? Wenn wir live sind, sind wir live. Hallo, herzlich willkommen zurück. Black Forest Poker, euer Kanal für RFID Home Games. Ich hoffe, es funktioniert alles. Der Benny schaut schon zu. Sehr gut, sehr gut. So, Samstagabend, Episode 6 läuft direkt live im deutschen Fernseh- oder amerikanischen Stream-Portal mit neuer Technik, neuen Spielern. Wir gehen direkt rein in Hand 1, dass er auch nichts verpasst. Da legen wir ganz besonders viel Wert drauf. Schalte ich gleich um aufs Game und mach euch die Spieler an, dass ihr auch was hört von dem Ganzen. Ab geht's. So, Tischsound ist an. Musik ist aus. So. Und ab dafür. Gucken wir mal, ob der Kevin das noch hinkriegt. Ja, herzlich willkommen für alle, die zugucken. Hand 1 läuft. Kevin dealt heute. Ich moderiere. Und wir haben ein gutes Line-Up für euch heute zusammengestellt. Die ersten Spieler sehen wir schon direkt im Bild. Auf der 1 Cash & Bar. Heute als besonderes Highlight als Spieler am Tisch. Ich bin mal gespannt, wie der performt und muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, was in Hand 1 denn so los ist. Pfeifenwix gegen Fischi, die Spieler auf Sie 2 und 3 haben wir beide Top-Pair getroffen. Ja, also dauerhaft gebe ich dir recht. Ja, Falkenwix hat ja ein Kickerproblem, so wie das aussieht. Nein, aber noch ganz offensichtlich. Das Hitline haben wir nochmal gemacht. Ich sage, Glitch auch und so. Ich so, nee, ich habe schon mal gemacht. Also einmal reicht. Hat ja die Turnbet aber auf alle Fälle noch gecallt. Und Fischi checkt jetzt noch im River. Dem wird das Ganze ein bisschen ungeheuer. Aber sonst ist einfach so nervig. Aber ich finde es drin entspannter. Ja, klar. Ja, und Showdown, Check Behind von Pfeifenwix. Fischi zieht den ersten Pot des Abends. Also, da geht die Action schon gut los. Ich hoffe, das bleibt heute so. Ja, wir haben ein gutes Line-Up heute zusammen. Wie gesagt, Cash & Bar heute als großes Highlight selber als Spieler am Tisch. Sonst immer unser Dealer und Operator. Der wagt sich heute selber mal an den Tümpel, nenne ich es doch mal. Der Tisch ist saftig heute. Genau, Benny, grüß mal den Tisch. Hallo Benny! Ja, sehr gut. Siehst du? Die hören es. Technik funktioniert. Fantastisch. Ja, Kevin guckt sogar in die richtige Kamera. Also, wir haben noch Nico, Sebel, Koni und Birkules. Und Kevin macht heute den Dealer. Der macht das 3 Orbits und dann wechsle ich. Dann wird der Kevin noch moderieren nach 3 Orbits. Also, seid gespannt. Kevin nach am Mikrofon wird sicherlich auch ein Fest für die Sinne. Weiter geht die Action. Ich hoffe, der Sound ist gut. Es gab noch einiges an Technikumstellungen. Von daher hoffe ich mal, dass das alles soweit passt. Wir haben auch Kameraumstellungen gemacht. Da hat sich auch ein bisschen was geändert. Ich sehe gerade an der Kamera, ist deutlich zu viel Farbe eingestellt. Da werde ich nachher nochmal rein und die Farbplatte ein bisschen anpassen. Da muss ich nochmal ran. So, und Hand 2 haben wir auf alle Fälle Cash & Bar. Der eröffnet hier die Hand auf 35 mit 9-6 muted. Fischi am Button. Nur mit dem Call. So, 4 Spieler. Also das ist ein bisschen dünn hier vom Fischi. Der legt ja die Lines hier zum Call ein. Das machen die beiden auch. Flop kommt runter. König Junge 8 mit 3 Herz. Und alle checken nur, auch der Fischi. Mit dem großen Herz. König, also das ist schon sehr passiv gespielt hier vom Fischi. Gucken wir mal, ob ein Spieler hier den Mut findet, eine Bet zu machen. Nico Mack hier mit dem Treffer. Spielt an, 55 Cent. Jetzt gucken wir mal, ob Fischi tatsächlich noch foldet oder die Hand überhaupt weiterspielen will, nachdem er es so unterrepräsentiert hat. Ja, findet hier den Call. Der River bringt eine Blank, Karo 3. Nico Mack mit dem Check. Ja, und Fischi kann jetzt eigentlich nur die Hand in Bluff verwandeln. Bin ich mal gespannt, ob er das hier macht. Ja, sieht auch so aus, als würde er das machen. Ich weiß wirklich noch, gehen wir da um 2 Uhr noch, oder weiß nicht, wie viel Uhr? 1 oder 2? 60.
1,60, 1,65. Und Nico ist ja bekannt dafür, dass er gerne auch mal dünne Calls auspackt. Bin ich mal gespannt, ob er hier den Call findet. Ja, schneller Call. Fischi zeigt die Hand. Ass hoch. Ja, hat der Nico nicht mitgerechnet. Überraschend, überraschend. Nice Hand hier von Nico. Guter Call. Kann man direkt mal sagen, hat er gut gemacht. Auch wenn es kein Riesenpot war. Aber natürlich interessant hier, dass der Fischi Ace-Queen nicht 3-bettet am Button und dann so passiv weiterspielt. Mit, also nicht Nutflush-Draw, aber Second-Nutflush-Draw. Also mit dem möglichst zweithöchstmöglichen Flush mit der Herzdame. Also die Hand war viel zu schwach gespielt, Fischi. Falls du das Replay guckst, du guckst es eh nicht. Die war zu schwach. Ne? Das geht besser, Fischi. Immerhin hat er nicht lang überlegt. Das haben wir ihm nämlich vor dem Stream gesagt. Heute wollen wir Hände machen. Wer lang überlegt, kriegt direkt eine hinten auf den Nacken. Hat er sich dran gehalten. Sehr gut. So, gucken wir mal, ob der Kevin heute auch Gas gibt beim Dealen. Sieht noch nicht so aus. Ist konzentriert am Mischen. Basketball sind sie auch noch dran. So. Aber dealen tut er schnell. So, ich mache mal schnell ein Getränk auf zwischendurch. Gucken mal, ob in der Hand noch mehr Spieler einsteigen wollen. Koni eröffnet hier. UTG, König Junge off. Man hat mal das coole Stadion gesehen. Fischi wieder nur mit dem Call. Und jetzt Nico Mack im Smallblind hier. Ace Queen auf, gleiche Hand wieder Fischi. Und jetzt schauen wir mal, wie der die Hand spielt. Ja, steigt hier mit einer 3-Bet ein. 1,5 ist eine kleine Größe. Wie wart ihr eigentlich unterwegs? Halt, stopp. Oh, ja. Wird von Koni natürlich gecallt. Und es lädt auch den Fischi ein hier zum Overcallen. Ja, also. Das war zu schwach, da hätte Nico Mack schon deutlich Richtung 2 was erhöhen müssen. Gucken wir mal, ob er vom Flop belohnt wird. Ja, Dame, Junge 8. Wäre das natürlich ein Flop. Da hat jeder was getroffen. Interessant. Nico mit der Conti-Bet. Da habe ich ja Top Hand, Top Picker. Dritte Pot. Ist mir eigentlich auch zu klein, so koordiniert, wie das Board ist. Mit 2 Pick und diversen Straßenmöglichkeiten. Koni Calls. Fischi verabschiedet sich direkt. Junge auf dem Turn. Koni verbessert sich hier. Hat jetzt Rillinge. Nico jetzt mit der größeren Bet. Koni macht es gut, nur mit dem Call, kein Raise hier, finde ich gut. Und River bringt die absolute Blank. Gucken wir mal, ob der Nico hier noch Value sieht in der Hand. Ja, All in und Call. Nice Hand hier. Also für Koni, easy game. Da steckt er hier den Nico Mack vereinleibt heißt das Wort. Das muss ich ganz kurz überlegen, wie das Wort heißt. Vereinleibt sich hier die Chips von Nico Mack. Hat er gut gemacht. Nico hat seine Hand hier, naja, überspielt, will ich nicht sagen. Nach zweimal Call kann man am River vielleicht auch Check-Call spielen, muss die Lage nicht reinbringen. Flasche ist ja immerhin angekommen. Ja, insgesamt hätte ich die Hand, glaube ich, ein bisschen anders gespielt. Also Preflop einfach höher gesetzt und dann die Flop-Bet auch größer gemacht. Und dann kann man immer noch mal gucken, wo man steht. Genau, Menges ist auch da, Salute. Ja, ich trinke kein Monster, heute trinke ich mal so Original, ne? Hier die rote Brause hier mit dem Bullen vorne dran. Grüßele, willkommen im Stream. So. Naja, kann man sich mal gönnen hier, so Original. Außerdem, Vorteil ist ja, bei den Dosen muss man ja tatsächlich sagen, das sind kleine Dosen. Und man muss sich nicht immer so einen halben Liter Zuckerwasser hier reinstülpen. Finde ich ja auch gar nicht so verkehrt. Außerdem hatte ich mal wieder Bock auf einen Red Bull. Hast du gemacht? Ja.
Einfach gemacht. So, weiter geht die wilde Fahrt. Hand Nummer 4. Oh, da muss ich aber gleich echt nochmal ein bisschen die Farbe rausnehmen. Kevin sieht da aus. Kann man ja so nicht lassen. Also da lege ich gleich nochmal Hand an. Immerhin haben wir schon den ersten Rebite, das finde ich schon mal positiv, direkt im ersten Orbit. Und das animiert die Spieler auch offensichtlich hier zu straddeln. Birkulis mit dem Straddle, Carlos mit dem Doppelstraddle. Ja, Nico Mack jetzt am Button. Finde ich auch ein klares Race eigentlich. Limmt hier aber nur rein, nachdem er gerade den Pot verloren hat. Und das lädt natürlich wieder die anderen Spieler ein. Gucken wir mal. Hercules. Ein kleines Pärchen. Findet den Race-Button. Das in seiner Blüte. Voll das Ding da oben mit diesen ganzen Sachen, wo du spielst. Wir haben so einen Automaten, dieser riesen Automaten. Und jetzt Kräuter Nico. Hätte eigentlich auch Preflop schon erhöhen können und dann die Initiative gehabt. Hat er sich ein bisschen jetzt hier verbaut, die Hand. Wir schauen mal, ob er belohnt wird vom Dealer. Treffen kann man ja immer noch. So, Kevin räumt erstmal auf, finde ich gut. Ja, Dame 8-8, okay. Okay, keine Conti-Bet hier von Birk. Das Board ist aber auch nicht ideal für Sechser. Ja, jetzt nach der 5 würde ich auf alle Fälle mal eine Bet ansetzen. Das macht der Birk hier auch. Wird natürlich schwer jetzt hier für Nico Mack mit einem blanken Ass hier zu zahlen. Aber Nico ist ja bekannt für seinen... für seinen Call-Instinkt, sag ich mal. Ja, jetzt kommt Kreuz an. Könnte der Nico hier ausnützen und einen Bluff ansetzen. Eigentlich eine gute Karte. Straßendraws kommen auch an. Das macht er auch direkt hier. Geht all in. Und das ist jetzt natürlich eine ordentliche Bet. Sind wir mal okay? Das wird jetzt das Hardrock, da wollen sie irgendwie so ein riesen Glas geteilt. Da muss der Birk jetzt erstmal überlegen. Kein schlechter Move hier von Nico. Und er findet den Fold. Nice Hand hier. Also, macht er gut. Zeigt er den Bluff? Nee, zeigt er nicht. Sehr gut. Nice Hand, Nico. Nice Hand. Also, sehr gut gespielt. Benny schreibt was in den Chat. Was erwartest du oder was hast du gedacht, was passieren soll, ob deines Abos? Eine persönliche Lobpreisung. Vielen Dank, Benny. Solltest du abonniert haben? Hast du nochmal auf Abo geklickt? Ist kein Alert gekommen? Eigentlich müssten die funktionieren. Ich habe die getestet. Falls du gedrückt haben solltest und es kam nichts. Kenne ich das komisch? Nee, und drin in der Historie, ich lade es gerade nochmal neu. Nee, ist nichts drin, Benny. Ich schalte mal wieder zurück auf Poker. Weil die waren so gehypt, weil die das halt das erste Mal gesehen haben, die haben wirklich eigentlich nicht gepennt. Und wenn du dann eine Suite hast, klar, ist immer so ein abgespendet. So, Pfeifenwix blockiert die Kamera. Okay, und dann waren sie erstmal überdreht. Ah, extrem. Und dann, wenn du so drückst, und die wollten auch gar nicht schlafen, die haben nur durchgezockt, so gefressen. Eine war lieber, also komplett. Ich glaube, einen Pfeifenwechsel muss man nochmal an der Einweisung geben, dass da eine Kamera hängt. So, Cash and Bar hier mit seiner inoffiziellen Lieblingshand. 2-4 Offsuit. Hat Preflop erhöht. Und findet hier nochmal die Conti-Bet. Fast Pot-Size. Hat hier auch den Treffer. Ja, Birk muss die Hand aufgeben. Ja, Cash and Bar. Zeigt die 5, zeigt den Treffer.
ist zufrieden mit der Hand. Sehr gut. Macht er gut. Nice Hand hier von Cash & Bar. Oder einfach gut getroffen. So, mit der Kameraperspektive bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Da muss ich nochmal, wie gesagt, die Helligkeit einstellen. Fokus stimmt, Kontrast stimmt, aber irgendwie sieht es doch ein bisschen. Die kam dann aber mit Pauken und Trompeten. Bisschen anders aus als die anderen Perspektiven. So, ich habe keine Ahnung, wovon der Koni gerade berichtet, aber Koni ist ja unser Weltreisender, der war in Las Vegas zum Super Bowl und da gibt es, glaube ich, heute ein paar Geschichten zum Besten. Darf mal gespannt sein, was der zu erzählen hat. Super Bowl in Las Vegas musste gemacht haben, ne? So Israelis mit einer israelischen Flagge und das waren so typische alte Geschäftsmänner mit so jungen Weibern. Ich wollte gerade sagen, nur Hot und Weibern. Ja, israelischen Geschäftsmänner, was die da fabrizieren. Also, das war nicht mehr. Und dann so, einer fährt einer mit einem Motorrad da durch, mit so einem Motorrad. Ja, ja. Da kommt auf einmal eine riesen Ananas an einen anderen Tisch. Also, ich lausche der Geschichte. Es geht um eine Ananas. Muss ich nochmal nachhaken. So, wir haben Fische hier mit dem Straddle. Oh, 7-2 off. Dann Nico Mack mit Ass König. Gute Starthand. Er erhöht ja auch und jetzt hat Cash & Bar in Big Blind die Option und packt die 3-Bet aus. King Queen suited, ist auf alle Fälle auch stark genug hier zum Verteidigen. Fischi verabschiedet sich schnell aus der Hand. Deutschland fahren? Ja, die haben wir bestellt. Ach, gibt's noch ein kurzes Video hier aus Las Vegas. Sehr gut, Kunden. Ich habe irgendwann gar nichts mehr geblickt, was die auf einmal alles für uns gemacht haben. All in. All in. So, und da kommt das erwartbare Nico Mack mit dem All in. Der Tisch ist aber gerade gefangen in diesem Las Vegas Video. Dirk ist noch mitten in der Hand und noch beschäftigt. Also scheint was Gutes zu sein aus Las Vegas, was der Cody da gerade zeigt. Carlos, das ist ja auch bei deinem 50. Ja. Ja, das Witzige, das ist halt nur ich, der Eckmann. Das Witzige ist, die war logisch aufgetreten. Da hat keinen mehr auf einen interessiert. Nee. Alles, was ist da los und so. Da vorne so, macht irgendwas. Und alle, ja, so, weiter mit der Action. Dirk ist dran. Und er kennt jetzt das All-In und wird hier wahrscheinlich schnell die Hand entsorgen. Cash & Bar hat nur 6,50 hinten dran, wird sehr wahrscheinlich callen. Kriegt hier natürlich super Odds. Ich bin nicht gut. Ace King gegen King Queen. Also interessant, 31% hat er hier mit der Hand. Also verloren ist da noch lange nichts hier für Cash & Bar. Schauen wir mal, was der Dealer draus macht. Der Dieter überlegt noch. Toll, jetzt konnte ich gar nicht genau das Video nochmal mir angucken. Du blödes Zeichen. Zeig's dir später. Also, hau raus, Kevin. König direkt. Von vorne die 7. Schau mal, kommt die Queen? Kommt sie nicht? 9% hier für Cash & Bar. Ace on the River. Auch noch das Ace of Spades. Also. Nice Hand hier, Nico Mack, klar vorne und gewinnt auch folgerichtig diese Hand. So, und die Spieler kriegen schon wieder das nächste Video präsentiert, direkt aus Las Vegas und scharen sich wie die, sagen wir mal, wie die Pfadfinder ums Lagerfeuer und ergötzen sich an den wärmenden Bildern aus Las Vegas, die der Cody da zum Besten gibt. Okay, die kann ich jetzt leider nicht angucken, ihr leider auch nicht. Müsste man dann vielleicht nochmal um Freigabe bitten, was auch immer da auf diesem Handy abgebildet wird.
Was die aus dem Ding machen können, ich werde... Ah, ich glaube, jetzt weiß ich es. Hat der Kohli nämlich erzählt, der war in diesem Nachtclub Omnia, ist das der weltbekannteste Nachtclub ever? Keine Ahnung, Omnia, Caesars, kennt man wahrscheinlich, wenn man Las Vegas kennt oder wenn man in der Partyszene ist. Da waren sie drin. Und so sieht es auch aus, dass die da fette Show gemacht haben. Ich glaube, da hat er ein bisschen Videos gemacht. Und auch ne, den hier. Also, Koni hat sich gegönnt und es sei ihm auch gegönnt. Hat er gut gemacht. Und ich glaube, Kevin hat die nächste Hand gegeben. Wir wollten heute Tempo machen, also von daher, weiter geht's. Ich glaube, das hat er bei dir auch gedacht. Ja, ja. Also Cashenbar hat nachgeladen. Wird auch direkt belohnt hier. Koni öffnet die Hand. Birkula ist am Button mit dem Call und Cashenbar hat jetzt umstellen, hat jetzt wieder die Option auf eine 3-Bet. Die macht er hier auch sofort. 1,50. Ja, ist auch ein bisschen klein. Hätte er größer machen können sogar. Ich glaube nicht, dass er hier die Spieler zum Folden bringt damit. Vor allem jetzt, nachdem der Seville hier einsteigt mit seinem Call, werden die anderen Spieler natürlich auch direkt hier aufspringen auf den Zug. Also ein bisschen bescheuert auch, aber das ist so sein Markenzeichen. Ass König 5, das ist natürlich ein Flop, den willst du nicht sehen, wenn du Jungen hast. Ja, Kevin als Dealer, der muss heute richtig was tun, ja? Hat er extra gemacht, damit der Cash and Bar spielen kann heute. Okay. Koni hat hier mal sein Glück versucht und wollte den Pot abgreifen, aber so nicht. Wird direkt hier gereraced von Birkules. Beziehungsweise halt, stopp. Birkules hat er viel weniger. Birkules callt einfach mit seinem Treffer andersrum. Oh je. Ja, also. Gibt es eine maximal? Schlecht gelaufen hier für Koni. Hab ich ein bisschen falsch gesehen. Den Handverlauf. So, jetzt Kevin. Bring's zu Ende. Oh, Herzoption. Ja, Birk macht. Um sicher zu gehen, den Flush. Und. Nice. Ja. Hat ja funktioniert, bis auf ihn hier. Flush. Okay. Nice Hand, Koni. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Lady, go. Und vergiss immer das Motorrad nicht. Ja, das ging irgendwie je nachdem, was du bestellt hast. So, wir nutzen die kurze Gelegenheit. Einmal pro Orbit machen wir eine kurze Stats-Pause. Sehen wir hier Nico, kleine Achterbahn, eine Lage im Plus. Koni immer noch ein bisschen im Plus. Und ja, beim Rest hat sie noch nicht viel getan. Ein Orbit gespielt, wie gesagt, da geht noch nicht so viel. Gucken wir mal nach zwei oder drei Orbits, wie sich es dann entwickelt. Weiter geht's. Der bringt dann halt irgendein. Ja, Kevin als Dealer, genau. Im Wechsel heute mit mir. Also drei Orbits wird der Kevin dealen, dann werde ich drei Orbits dealen und dann sind wir mit unseren sechs Orbits durch für die Session. Vielleicht machen wir auch ein bisschen länger. Mal gucken, wie wir heute Bock haben. Auf alle Fälle haben wir das gemacht, dass Cash and Bar heute spielen kann und von dem erhoffen wir uns heute wirklich ein Feuerwerk der Pokerkunst. Nenne ich jetzt einfach mal so. Schauen wir mal, was er macht. Auf alle Fälle hat der sich heute richtig was vorgenommen. Wenn er schon mal spielen darf im Stream, wird der heute Gas geben. Oh, jetzt haben wir die Aces verpasst. Seppel hatte die Aces und alle folden. Das ist natürlich besonders bitter. Schade fürs Seppel hier. Aces verschossen. Aber der Abend ist noch jung. Und die Spieler sind gut gelaunt am Tisch, merkt man. Finde ich schon mal gut. Ich glaube, gute Runde heute. Schade, dass der Sebo heute nicht mitspielen kann. Der wäre eigentlich noch auf Seed 5 dabei gewesen. Der hätte die Runde so richtig zum Kochen gebracht. Aber Sebo, wenn du nachher zuguckst oder das Replay guckst, die Jungs geben auch ohne dich Gas. Wäre natürlich besser gewesen, wenn du dabei gewesen wärst. War ja extra für dich der Pokerabend heute geplant und inszeniert. Aber kann man machen, nix. Gruß nach Hause und gute Besserung.
nicht gemobbt. Richtig tight. So richtig ja, ja. Früher hat er jeden Scheiß gespielt. Ja, aber echt, gell? Calling Station. Calling Station. Ja. Könnte ich mal darauf verlassen, der Zahl. Ich meine, da war es so, aber irgendwie besser als jetzt. Ja. Was? Fischi jetzt am Button. Diesmal komischerweise mit Ass 10 off. Erased da, wo er vorhin mit Ass Dame nur gecallt hat. Interessant. Sebel verteidigt hier den Straddle und zwei Spieler Heads up. Der Heckmann hat das Image auf alle. Junge hoch, kommt der Flop runter. Double check, Fischi check. Okay, hat er hier klar die Conti-Bet verpasst. Seine ganze Planung wurde aufgebrochen. Euer 19-Jahres-Plan. Und das ist natürlich jetzt eine gute Gelegenheit hier für den Seppel den Pot abzugreifen, aber ja, Fischi bleibt zäh. Hat keine Lust zu folgen. Was kannst du dir vorstellen, hier Vegas rein. Dame am River. Schauen wir mal, ob der Seppel hier noch eine Bet auspackt. Kommt drauf an. Also, nächstes Mal, wenn ich gehen würde, glaube ich, länger oder ich würde es noch kombinieren. Also eine Woche. Ja, 3,25. Quasi direkt dann wieder zu. Und das war offensichtlich auch das richtige Mittel der Wahl, um den Fische hier zum Fold zu bringen. Also, ja, nur zum Poker. Nice Hand hier vom Seppel, macht er gut. Nur Poker. Muss man sagen. Sehr gut. Genau, und ich würde sagen, wir fangen mal an, den Tisch ein bisschen vorzustellen, solange da Kevin dealt. Seed 1 hatte ich ja schon angekündigt, Cash and Bar, Originalmitglied aus unserer Runde, Friday Night genannt, unsere Pokerrunde, OG. Spitzname Sugar Daddy als Stream-Initiator und Mitgründer, zusammen mit mir, ist er natürlich hier auch der Investor Nummer 1, was den Stream angeht. Weiteres Merkmal, die größte Luckbox auf Erden. Also das kann man ihm ja wahrlich nicht absprechen. Also wenn es einen gibt, dem es reinläuft und der Luck hat wie verrückt, dann ist es Cash and Bar. Gibt, glaube ich, wenig Spieler, die selten in großen Pötten besser performen als diesen Menschen auf Seed 1. Schauen wir mal, wie er heute performt. Brutal, die schneidet es komplett. Dann zockt. Und da waren alle recht zockfreudig. Schon. Also deiner. Ja, Birk hier mit dem Open Race. Ace Kings suited. Ja, finde ich auch gut, dass er hier nicht zu klein raced. Kann er sogar schon 60 oder 70 Open Racen gegen das lose Feld und Seppel mit der gleichen Hand. Also, das finde ich völlig okay. Gucken wir mal, ob da eine 3-Bet kommt. Ja, sieht so aus. Also Junge, wir saßen ja vorhin da mit 3.000 am Tisch, wir haben mit 300 angefangen. Wir wussten gar nicht, was geht. Dann haben wir irgendwann 500 am Blackjack und dann kam es und kam. Dann haben wir alles wieder verloren. Aber es war so schön. Ne? Und alle Angestellten, ja, die standen dann so hinten dran und so, weißt du, noch irgendwelche Aus- und Dauerzocker, aber nein, gefeiert haben, das war einer, wenn hört gut zu. Rumspielt, obwohl, keine Ahnung. Und der eine ist ein Italiener und der ist so witzig, egal was der labert, der pauscht dich einfach nur weg von da. Da war so ein YouTuber, vielleicht kennt ihr nicht, ich suche mal das Video raus. Too racist. Irgend so ein YouTuber, keine Ahnung. Ich guck mal. Das war, glaube ich, ein schwieriger. Ihr kennt den vielleicht. Mhm. Ja. Der interviewt und labert so, jetzt hat er den nicht nur in diesem Short, sondern nochmal als extra Ausschnitt irgendwie auf seine Seite gepackt, was von Mords die Ehre ist und ich wusste gar nicht, wer der Typ ist und alle wollten zu dem ins Video. So, also Birk callt hier nur. Ich laber mal über die YouTube-Story hinweg. Junge 4-3. Jetzt guck mal. Sebel mit der Conti-Bet, 3,50 und Birk mit dem schnellen Call. Hat hier noch Backdoor Spades. Die 10. Ja, Seppel spielt mit Vollgas. Ace King und Birk auch mit dem Insta-Call. Also was spielen die beiden denn hier? Also ist er Leck um Mio. Da gibt der Birk dem Seppel gar nichts, wenn er ihn hier wegsnappt. Oder er vertraut auf seine Overcards. Gut, in dem Fall ist die Hand ja quasi schon entschieden. Die 4 kommt dann rüber, Split Pot.
Interessant. Also, Volker, hast die Hand. Interessant. Wir machen mal weiter mit unserer Spielervorstellung. Auf Sie 2, Fischi, auch Originalmitglied der Friday-Night-Runde. Für Fischi typisch, die Fischer Flops. Also, wenn der Fischi mal deals, dealt er eigentlich nur Low-Card-Flops. Das ist so der Klassiker irgendwie. 2, 5, 8, off, alles Rainbow. Ist für den Fischi eigentlich immer schon so gewesen. Und Lacker, der selbsternannte Lacker, eigentlich nicht. Damit foppen wir ihn immer so ein bisschen. Sie 3, direkt neben ihm, Pfeifenmix, weiteres Originalmitglied, beste Lacher am Tisch, müsst ihr nachher mal drauf achten, der hat eine geniale Lache. Und der selbsternannte Schlechtspieler vor dem Herrn, ja, ein ambitionierter Pokerspieler, der sehr viel Herzblut an den Tag legt, aber oft oder manchmal nicht die besten Entscheidungen trifft, leider für ihn, gut für die anderen. Immer gern gesehen am Tisch, Pfeifenmix, herzlich willkommen. So, weiter geht's. Birko das mit dem Straddle. Cash and Bar mit 7-2. Eröffnet hier. Gleich mal auf 95, finde ich gut. Sebel, jetzt ran hier, Small Blind. Aber schau ein paar mit der Brille rumrennen. Ja, der Spielfluss hinkt ein bisschen durch die Vega-Stories. Da müssen wir heute ein bisschen durch. Ja, Kroni ist jetzt aber ein bisschen engagierter, hat immerhin suited Karten. Dirk wird ja auch nie folden. Also interessante Hand. Cash and Bar ist tatsächlich vorne mit 7 hoch. Benutzt hat, wie das, was man so ab und zu mal sieht. König 10, 5. Was? Okay. Es gibt so lustige Videos schon. Ja, ich habe vor kurzem einen gesehen, der ist aufs Klo. Oh, klar, zum Kranken halt, ne? Und dann, was kann man, hat halt außer die Brille halt aufgehabt und. So, Kroni check. Genau, er hat Birk check und Cash and Bar mit der Conti-Bet. Durch die Wolken. 2,25. Und Birk mit dem Treffer, also hier mit dem Call. Halt, also interessant, schauen wir mal. Tram bringt die 2 für Cash and Bar. Ich bin mal gespannt, was da noch alles rauskommt, dass die da alles anstellen mit der Brille. Birk wieder mit dem Check und ich kann mir nicht vorstellen, dass Cash and Bar jetzt aufhört. 7-2 ist zu verlockend. Ich habe den Check. Ich weiß nicht, wenn er echt da ist, aber weißt du, dass er das halt mal so wie vor Ort sieht, glaube ich. Und jetzt wird es natürlich ganz schwer. Also der Move war absehbar. Und Birk mit dem schnellen Fold. Oh, und da treibt das ihm rein. 7-2, 7 deuce, never lose. Nice hand. Macht er gut. Cash and Bar sammelt hier ein. Ja, mit dem Geld, ja, mit dem Geld. Sehr gut. Ja, für die es nicht wissen, 7-2 off ist ein beliebtes Side-Game im Pokern. Wer die Hand gewinnt, 7 durch off, die schlechtmöglichste Starthand. Heute habe ich aber echt Sprachaussetzer. Die schlechtmöglichste Starthand im Poker. Wer die Hand gewinnt, kriegt 2 Big Blinds von jedem Spieler, wenn er sie gewinnt und zeigt. Und das macht der Cash and Bar natürlich auch. Und hat er gesagt, der hat sich was vorgenommen. Und der zieht es auch durch. Ich glaube, von dem kann man noch einiges erwarten heute. Der wird wahrscheinlich jeden Orbit zweimal All-In gehen. Sage ich einfach mal so als empirisches Mittel heute für Cash in Bar. So, wo war man stehen geblieben? Seed 4 bei unserer Spielervorstellung. Nico Mack. Selbsternannter Online-Pro. Also ist er eigentlich nicht, aber zumindest er hatte mal gemeint, als er bei uns eingestiegen ist, dass er online spielt. Deswegen foppen wir ihn immer. Hat aber echt gute Plays drauf, macht starke Calls und starke Plays, also bei dem immer ein Auge drauf haben. Der denkt wirklich beim Poker nach und spielt auch echt nicht schlecht, muss man sagen. Also starker Spieler am Tisch, Nico Mack. Nicht der loseste, aber auf alle Fälle einer der aggressivsten Spieler, würde ich mal sagen. Und auch einer, der wirklich schwer zu bluffen ist, erfahrener Pokerspieler. So, bei Cash and Bar geht es direkt weiter mit der Action. Straddelt hier mit 2-5. Oh, ich hab das falsch gemacht.
Ja, und Kevin hat hier was falsch eingebucht. So, jetzt hat er es sortiert. Also, Sebel hat die Action hier eröffnet am Button. Sehr kleines Raise. Wird von Koni gecallt und es in Cash & Bar hier direkt zum Anlass eine 3-Bet auszupacken. 1,75. Die könnte auch größer sein. Wird jetzt hier von beiden gecallt. Und drei Spieler. Dame 9,5. Das heißt, Cash & Bar hier mit dem Treffer. Koni von vorne weg. 1,30. Ja, will hier billig die nächste Karte sehen, so wie es aussieht. Aber billig kommt im Sprachgebrauch von Cash & Bar nicht vor. Oh, nur mit dem Min-Raise. Interessantes Play. Ja, wieder Fehler von Kevin. 3,60, das sieht schon besser aus. Min-Raise hätte mich doch schwer gewundert. Und das kommt jetzt gerade zur richtigen Zeit. Macht es natürlich jetzt nicht einfach hier für Sebel, der hier zwar das Top-Pair trifft, aber halt mit der Action ist man sich da auch nicht so sicher. Ein Spieler spielt von vorne an, kriegt hier einen Raise. Findet aber einen Call und Koni füllt hier auch auf. Kriegt natürlich super Odds. Schauen wir uns den Turn an. Die 4. Koni will weiter billig drawn. Pott langsam an. Ja, und jetzt ist der Sebel investiert, nachdem Cash & Bar All-In geht. Gibt es hier keinen Fold mehr, die Odds sind einfach zu gut. Und auch für Koni eigentlich, der kann hier nicht mehr folden. Was will er denn hier jetzt noch folden dafür, diese 3-4? Kleinen Chipse. Unser Mann aus Vegas. Komm, hause rein. Koni. Ja, also, sehr gut. Ja, Cash & Bar stellt den Rest auch noch mit rein und jetzt muss Koni nochmal nachlegen. Interessante Dynamik. Die schaffen es wirklich hier mit ihren Händen zu dritt alles reinzubringen. Nice. Ja, habe ich mir gedacht, so, was machen wir? Müssen wir doch wissen, dass da jetzt gleich was passiert. Aber gut, das ist manchmal so, ne? So. Ja. Mit Schabernack an und dann. Oder Hose runter? Nee, das mal. Muss zweimal. Ich nicht so. Ja, das ist ein fettes Draw. Zweimal? Zweimal? Ja. Alles zweimal? Ich würde auch. Wäre ich auch dabei. Ein paar offen Draws und dann jetzt. Da muss ich jetzt Sherry drücken. Da gehe ich pissen. Ja, das ist ich hab's. Und dann mache ich die River-Einbuchung. Also nächste Set. Genau. Und ja. Dann. So, jetzt Kevin, hau raus. Es wird zweimal gedealt. Dann 9. Okay. Mehr zeigt es jetzt nicht, oder wie? Blank. Also, ja. Genau. So, und jetzt werden wir gleich wieder ein Problem haben, dank dem Dreifach-Splitpot. Da muss ich gleich nochmal reingehen und das lösen. Gut, dass Sie das gemacht haben. Wir haben nämlich einen kleinen Rechenfehler am Programm. Das heißt, der Sidepot wird nicht richtig gerechnet. Oh, und Cash & Bar macht die Trips für den halben Pot. Ah, nee. Leck um Jo. Was willst du da noch machen? Was willst du da noch machen? Ja, Cash & Bar, Dreckslacker. Ich sag's ja, die größte Lackbox auf Erden zieht hier den halben Pott mit seinem Fünfer. Genau. Ich gehe mal kurz rein und bespreche das. Ich lasse euch einfach kurz die Kameraperspektive an und wir schauen, was passiert. Das ist so unverständlich. Erstmal ist Dieter, oder? Das sind 4,95. Ich weiß nicht, ob der Sidepot richtig gebucht wurde. Du musst gleich mal gucken, was wegen dem Rechenfehler am Programm. Ah. Ja, ist ja egal. Ein Sidepot mir sagen. Oh, André. Weil, ja, ich ja nur gegen ihn spiele. Ja, aber er muss ja dann auch im PC stehen, nicht nur bei dir vom. Soll ich das einfach mal kurz splitten? Weil die
Das ist ja die Hälfte an ihn und die andere Hälfte an Karne. Ja, stopp. Das ist aber bei ihm. Das hat er schon. Ja, aber das ist ja der ganze Pott, ist die Hälfte bei ihm. Ah ja. Ja, stimmt. Aber du hattest auch ja die Snack. Das ist das. Ja, und das was der die mehr zusammenteilt genau. Und der Rest kriegt er ja nur direkt. Genau. Ja, schlecht. Darum meine ich. Hast du das erste auch nicht? So, also, Kevin sortiert es jetzt kurz aus. Und dann schauen wir mal, ob alles stimmt. Ich gehe noch mal ganz kurz rein und überwache das, damit wir alles hier richtig hinkriegen. Und dann geht's weiter. Das geht jetzt wahrscheinlich eine Minute. Ich lasse euch ganz kurz im Hintergrund ein bisschen Musik laufen. Oh, also, das sollte jetzt hoffentlich stimmen. Wir konnten es korrigieren. Wie gesagt, kleiner Rechenfehler in unserem Programm. Bei dreifach All-Ins wird der Sidepod immer dem ersten Caller zugeordnet. Das wird noch korrigiert, ist allerdings noch nicht drin. Ja, ist noch ein Fehler, wenn drei Leute All-In sind oder mehr als zwei. Aber so haben wir es im Griff. Also weiter mit der Action. Hand Nummer 13. Mache ich mal meine Rübe hier aus dem Bild. Koni, nachdem er hier jetzt quasi verloren hat, mit dem kleinen Mini-Stack hinten dran. Den will er auch direkt unterbringen und Cash and Bar gibt ihm hier die Action. Ace Queen gegen Jack 10. Schauen wir mal, ob Koni hier aufdoppeln darf. Ich glaube, Koni will in erster Linie lieber nachkaufen, anstatt aufdoppeln. Gucken wir mal. Ja, da kommt auch direkt das Ass, aber Koni ist noch nicht tot. McQueen würde ihm noch hier die Straße geben. Und die kommt aber nicht. Also, ja, mit dem Geld, sagt der Cash and Bar. Und dann machen wir das doch auch, wenn er das sagt. So. Sehr gut. Also, ja. Koni schafft es hier, tatsächlich seinen Stack unterzubringen, nachdem er in der ersten Hand, verzweifelt versucht hat zu drawn, hat er es jetzt zumindest geschafft, einen Rebuy an den Tag zu bringen. Eine Hand spielen wir jetzt noch. Ich setze mich mal. Fischi ist weg vom Raucherfenster. Eine Hand spielen wir jetzt noch. Dann machen wir den nächsten Stats-Break. Dann zeigen wir euch, wie die Standings sind. Und dann schauen wir doch mal die Statistiken an. Wer viel spielt, wer viel raced, wer wenig raced. Man kann sich es wahrscheinlich schon denken, wenn man aufmerksam zugeguckt hat, dass es Spieler gibt, die ein bisschen mehr aktiv spielen als andere. Dann gehe ich nochmal rein und passe nochmal kurz das Licht und die Kamera an und dann spielen wir den dritten Orbit. Und Orbit Nummer 4 setze ich mich dann hin und die mal eine Runde. Dann schauen wir mal, was der Kevin zu berichten hat. Bin schon ganz gespannt und aufgeregt. Aber da Deutschland Ausrichter ist, haben die nur ein Freundschaftsspiel. Warum machen die denn nicht? Ja, aber das ist doch alles Playoffs, sind doch jetzt. Ich glaube, es sind noch. Es gibt noch zwei oder drei. Ja, hier ist man Färöer Inseln. Deswegen klicke ich es nicht, wenn jetzt EM ist, warum die jetzt noch so einen Kack zusammenkicken da. Ja, Deutschland. Ja, das ist schon ein Freundschaftsspiel. Nee, aber die anderen halt. Also. Ja, die nutzen halt quasi diese Pause quasi. Nee, ist ein Spiel. Ich glaube, das sind alles Freundschaftsspiele. Ja, das sind halt sehr viele Freundschaftsspiele. Also die nutzen halt quasi die Zeit, um sich jetzt nochmal zusammenzutreffen. Und quasi dann nochmal zusammen. Nico Mack erhöht hier die Hand. Aus mittlerer Position. Kriegt direkt wieder ein 3-Bet von Cash and Bar. Und foldet hier auch. Okay. König 10. Gibt ein Kados hier Credit. Ja, Kevin sagt es auch. Kados im Action-Modus. Ja, Seppel will aber hier auf alle Fälle nicht folden. Hat hier eigentlich auch eine gute Hand zum Weiterspielen. Oh, der Flop ist interessant. 9-8-2. Bringt einen Flush-Draw hier für Seppel. Cash and Bar mit der Conti-Bet. 2,80. Deshalb hat Deutschland dieses Jahr zwei Spiele gehabt. Und Seppel hier mit dem Reyes. Mexiko Kreis. Aber die gehen jetzt auch nach Mexiko. Ne? Spanien, glaube ich, machen sie auch irgendwo. Ja, und kommt hier direkt durch. Nice Hand hier vom Seppel. Sehr gut. So, und ich sehe gerade,
Ich habe drei Abos verpasst. Manu ist da aus dem Haigerloch. Servus Manu, vielen Dank fürs Abo. Alena ist da. Vielen Dank fürs Abo. Und Bramaroon ist da. Servus und vielen Dank fürs Abo. Sehr gut. Sehr schön. Ja, ihr kommt richtig. Actiongeladene Runde heute. Heute knallt es richtig. Kados im Dauer-Race-Modus. Da geht einiges. Wir nutzen das auch gleich mal direkt und machen die aktuellen Standings rein. Und schauen mal. Seppel, eine Lage im Plus. Nico, eine Lage im Plus. Cash and Bar, naja, zumindest im Plus. Und Kroni im Minus als einziger. Björk und Falkenwegs eine halbe Lage im Plus. Also es ist noch nicht viel passiert, aber man sieht schon, wo die Reise hingeht. Cash and Bar, höchster V-Pip, war abzusehen. Falkenwegs niedrigster V-Pip, war auch abzusehen. Und PFR, auch hier Cash and Bar ganz vorne. Falkenwegs 0% PFR, also noch steigerungsfähig. Schauen wir mal, ob sie sich noch steigern können, die Herrschaften. Weiter geht's. Es bleibt spannend. So, mal kurze Frage an euch drei, die ihr gerade abonniert habt. Erstens, Sound passt, ja, nein. Und kamen jetzt gerade die Alerts? Haben die funktioniert? Ich war nämlich ganz kurz drin und beschäftigt und habe es nicht mitgekriegt. Wäre für mich interessant als kurzes Feedback. Spielt ihr heute überhaupt? CDF, oder? Ich glaube auch, dass es ARD-CDF irgendwas ist. Ja, CDF. Strat, oder? Ja. So, Hand Nummer 15 mit Straddle und Doppelstraddle. Cash and Bar foldet eine Hand, kommt auch selten vor. Fische im Small Blind mit Suited-Karten, okay. Fold. Dafür der Pfeifenwix, steigt in die Hand ein. Ja, Nico hätte hier eigentlich eine schöne Hand gehabt, um zu raisen. Macht er nichts. Dafür der Seppel auf 1,30 und Nico hier mit dem Overcall. Ja, Flop kommt runter. 8,64. Und da geht der Pfeifenwix rein mit dem Stack. Oder mit dem, was übrig ist. Und zieht direkt den Pot, das gibt's doch gar nicht. So spielt man Poker. So spielt man Poker. Nice Hand, Pfeifenwix. Gibt's doch gar nicht. Ist ja unfassbar. Pfeifenwix spielt eine Hand und gewinnt die direkt. Leck um Mio. Dann lackt er sich einfach durch. Wir nutzen aber die Gelegenheit, nachdem Pfeifenwix einen Pot zieht. Oh, halt, falsche Einblendung, Entschuldigung. Und stellen euch den nächsten Spieler vor. Seed Nummer 6. Seppel, gerade verloren, muss erstmal kurz durchschnaufen, auf alle Fälle auch OG Friday Night Spieler, konzentriert am Tisch, wie immer, das zeichnet ihn aus, auch ein Action-Spieler, der ist gerne am Start in Händen und gerne auch am Raisen und vor allem am Check-Raisen, müsst ihr mal drauf achten, wenn es einen gibt, der gerne mal einen tricky Raise spielt, dann ist es der Seppel. So, weiter geht's, Straddle, Doppelstraddle und Dreifachstraddle hier von Birkulis. Ja, die Spieler wollen heute Action. Oh, ich sehe gerade, Pharao ist am Start. Grüß dich, Pharao. Servus, schön, dass du zuguckst. Salute. So, Nico Mack hat jetzt hier eine gute Hand und raced hier auch. 3,25 finde ich auch eine gute Größe gegen die Action bisher. Kroni hier mit den Connectors bringt die Lage direkt rein. Birk natürlich seinen kleinen Stack hier mit dem Pocket und für Nico Mack Easy Call hier mit King Queen. Also die Hand spielt sich ja von allein, wenn ein Dreifach-Straddle draußen ist. Interessant. One Time wird gespielt, sehr gut. Es folgt ein Gruß an den Tisch von Bramaroon. Ja. Sally Jens. Sally. Er ist hier auf der Kamera. Machen wir vielleicht beide 3,75. Ja, ich habe umgestellt, Kevin, aber trotzdem, Gruß kam an. Also heute funktioniert echt alles. Ich bin positiv angetan. Jetzt schauen wir mal, was der Kevin macht aus der Hand. 3,5 und die Dame hier. Okay, nice.
Die 2, okay. Gibt dem Björk die Outs. Interessant. Spannung. 6, 4. King. Oh. Nice Hand hier, Nico Mack. Sieht direkt den Pots. Und stackt hier 2 seiner Gegner. Nice Hands, so spielt man Poker. Alles richtig gemacht. Perfekt. Also, schauen wir uns mal den nächsten Spieler an. Wir sind ja noch nicht durch mit der Spielervorstellung. Seed Nummer 7. Guckt noch ein bisschen irritiert. Unser Mann aus Las Vegas. Heute frisch gelandet. Koni, auch OG Friday Night Mitglied. Immer am Handy. Koni spielt gern die ganz großen Pötte. Nicht nur in Las Vegas, sondern auch bei uns am Tisch. Und für Koni gilt eigentlich das beste Zitat, das er jemals gebracht hat: Hitte Musch. Also, der vertraut auf sein Glück, anders kann man das nicht sagen. Cash & Bar versorgt ihn gerade mit Nachschub, neuer Munition. Dann sind wir auch gleich bei Seed 8, solange hier nachgeladen wird. Birkules, unser Mann mit der YOLO-Cap, die er heute nicht aufhat. Lucy Goosey spielt brutal viele Hände, re-raised andauernd, permanent und ist einfach auch nicht bluffbar, weil er nicht foldet. Also Birk foldet einfach nicht, das muss man einfach mal so sagen. Wer jemals versuchen will, den Birk zu bluffen, hat schlechte Karten. Oh, jetzt geht aber was hier. Menge ist am Start, merkt man doch gleich. Unser Top-Donator, Top-Cheerer, baut seine Führung aus. Danke, Menges. Ich sag nur, Stichwort Webcam. Ding, 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 ding. Danke, danke, danke. Kann es sein, dass die, wenn die über 100 Länder spielen, dass du da so extra Geld kriegst für Leute? Also anders kann ich nicht. Die anderen über 50. Denke ich mal, hört er gar nicht mehr auf. Sag mal, wie viele von diesen Bits hast du denn, Kollege? Ja, guter Mann, guter Mann. Danke geht raus an Menges, unseren Top-Donator. Top-Cheerer. Damit ich es dann auch mal schön kann. So, jetzt habe ich doch schon wieder die Action verpasst. Was ist denn jetzt schon wieder los? Birk hier mit der gefloppten Straße und Seppel mit Pair plus Open Ender. Und die bringen es schon direkt wieder rein. Halt ich es aus? Okay, Birk schon wieder all in. Schauen wir mal, was der Kevin draus macht. Die 3 ist der Blank. Und die 6 am River. Oh, alles klar. Das heißt, Birk zieht den Pott hier. Ich hatte insgesamt 10, aber da ist er dann auch schon die. Also da 9,65 ist so ein Ding. Nice Hand hier von Birk. Und ich muss noch mal ganz kurz rein und diesen Splitpot-Bug beheben. Das ist jetzt nämlich wieder nicht aufgefallen. Ich bin sofort wieder bei euch. Eine Sekunde. So, also. Alles in Ordnung. Die Action ist regulär am Tisch. Funktioniert alles, passt alles. Sie hat nichts. Keine Probleme. Also, Kevin auf alle Fälle heute im absoluten On-Fire-Dealer-Modus, das kann man schon mal sagen, der sorgt ja für die Action. Dem wird es aber auch einfach gemacht bei diesem Line-Up. Die Jungs, die wollen einfach heute, die wollen es reinbringen, die sind willig, die machen es ihm einfach. So, Birk öffnet hier auf 35, fisch ihn mit der 3-Bet, Cut-Off ist er, glaube ich, 1 vor Button. Nee, 2 vor Button. Check 1,30. Nico mit dem Call. Hat eine Karte nicht eingelesen. Das heißt, wir haben eine Mystery Card. Schauen wir mal, was der Kevin bringt. Die 3,6 Junge mit 2 Pick. Ja, das macht dann schon mehr Sinn, was der Nico da spielt. Okay. Fischi hier mit der Conti-Bet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Nico hier nur callen wird. Aber was weiß schon ich, denn genau das macht er. Nice, Nico. Wäre eine super Chance gewesen, hier zu raisen, den Pot direkt hier mitzunehmen. Aber wenn man so trifft. Ja, und wenn der Nico jetzt aufmerksam ist, wird er hier auch nur behind checken.
Weil der Fischi hat da nichts mehr hinten dran und hat er quasi die Hand jetzt schon aufgegeben nach der Conti-Bet. 64. Ja, ist ungefähr so viel, wie der Fischi hier noch an Rest hat. Hätte ich jetzt den Check aber besser gefunden. Schauen wir mal, ob der Fischi hier trotzdem noch callt. Sind's denn Overcards? Nee. Ja, da verpasst der Nico hier Value. Und der River wäre die 10 gewesen. Schade, hätte er gerne hier den Straight Flush gesehen. Aber ja, hätte ich einen Call oder einen Check Behind besser gefunden hier von Nico Mack. Ja, ich dachte gerade, wie so schießt er. Geil, ist das geiles Trikot. Ich weiß nicht, das ist. Also jetzt soll ich live auch nochmal zu sehen. Ich kaufe das kaufe. Okay. Also die Spieler sind offensichtlich angetan vom Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft. Läuft im Hintergrund, aber ohne Ton natürlich. Benutzen wir die Gelegenheit und stellen den letzten im Spiele vor, und zwar unseren Dealer auf Seed 9. Heute der Kevin, normal am Tisch selber als Spieler. Auch natürlich OG Friday Night Mitglied. Wie euch aufgefallen ist, habe ich das bei jedem Spieler exakt anders geschrieben. Warum auch immer, keine Ahnung. Tabletalk Master. Keiner macht mehr Tabletalk als Kevin. Also ein Spieler, der hört sich gerne reden und redet auch gerne selber. Und ist sehr unterhaltsam am Tisch. Muss man einfach neidlos anerkennen. Table Shark, unser Spieler, der am meisten gefürchtet ist. Kann man das so sagen? Darf man das so sagen? Ja, wahrscheinlich schon. Kevin, ein Spieler mit scharfem, messerscharfem Verstand am Pokertisch. Schwer zu blöffen, blöfft selber gerne, also immer ein schwieriger Gegner, heute als Dealer. War echt nice anzusehen am Sonntag, da das Spiel gegen Leverkusen. Und das, und die waren ja alle müde. Also. Wie viele Spiele sind noch in der Bundesliga? So, weiter geht's im Text. Hand Nummer 19. 34 sind so. Aber war Faschöder durch. Also scheint es mit. Ja, das Trikot finde ich auch gut. Ja, wenn sie jetzt noch eins gewinnen. Und Cash and Bar hier mit dem Straddle. Fischi Doppelstraddle mit den Ladies. Ach so, Leverkusen. Schauen wir mal, ob jemand mitspielen will. Koni auf alle Fälle. Der wird hier im Leben nicht folden. Ja, erhöht hier. Auch sehr kleines Race hier von Koni. Ist aber typisch für ihn. Kriegt ihr die 3-Bet von Fischi? Der hat er nicht mehr viel hinten dran. Reichliche Überlegung. Und gecallt. Koni calls. Queens gegen Jack 10. Also. Gut für den Fischi. Suited, will man. Suited. Jetzt noch Kreuz Ass und Kreuz König. Egal was, solange es suited ist. Schauen wir mal. Einmal wird gespielt. Wir schauen mal, was der Kevin draus macht. Jetzt Kevin, hau raus. Ja, okay, Koni ist noch nicht tot. Die 8. Oh. Flush-Tor. Also, nice hand hier für Fischi. Easy double up von Koni. Gesponsert. Ja. Also, das lief doch sehr einfach und Fischi gönnt sich hier den Pott. Ich würde mal sagen, ich überlasse euch mal ganz kurz euch selber und dem Table Talk. Ich muss nämlich mal ganz kurz mir ein Erfrischungsgetränk holen und mal ganz kurz austreten, weil nach dem Orbit werde ich nämlich dealen und da bereite ich mich schon mal vor. Also, bis gleich. Was war der Geisterburger bei Ihnen? Haben Sie was Neues gehabt? Irgendwas? Nein, das machen wir. Das ist doch genau das Geilste. Was? Einfach der ganz, der ganz normale Cheeseburger. Das ist der. Nein. Und dann bei den Pommes auch. Nee. Der Holger und ich sind schon. Der Holger und ich sind nach 14 Tagen, nach 10 Tagen genau das gleiche Ergebnis gekommen.
Beste ist einfach der ganz normale Cheeseburger. Einfach belegt. Cheeseburger mit Bacon und einfach ganz frischen Burgerladen. Das war's. Dass du diese T-Shirts haben. Ich hatte mal eins. 1989. Echt? Ja. Hast du es noch? Leider nein. Was, du hast es nicht mehr? Was meinst du, so ein Werder? Tja. Also ich weiß nicht, ob sie das normale, aber wahrscheinlich schon. Der ganz normale Cheeseburger, einfach belegt. Ja, 98. Ganz normale, frische Zwiebeln drauf. Ja, mein Bestes. Das Beste. Mhm. Arbeitskollege war es erstmal als auch geschäftlich in San Francisco und sagt Endes, da muss es sich auf jeden Fall geben. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verpasst. Offensichtlich nicht. Kleine Hand, kleiner Pott. Aber gute Nachrichten für euch und vor allem in erster Linie für mich. Im Kühlschrank habe ich das Getränk des Abends gefunden. Noch nicht ganz, aber zumindest immer ein Zwischengetränk. Das wird mir nämlich Kraft geben, um danach zu dealen. Ein hervorragendes Tegernseer Helles hier hat der Carlos im Kühlschrank gehabt. Und das würde ich sagen, schnabuliere ich nicht. Das Das ist da ein adäquater Ausdruck, wenn man Bier trinkt. Ein Synonym für schnabulieren. Ich würde sagen, ich gönne mir das einfach. Zum Wohl an den Chat. Da steht da in der Hände dran und tut die noch Presse. Oh ja, oh, das hat Temperatur. Ah, Neischütte, genau, Neischütte, Ine mit. Sehr gut, danke, zum Wohl. Der Rest natürlich auch. Auf uns alle. Sehr gut. Also, das hilft. Ja, da kommt doch schon der Geldregen. Sehr gut, danke, Menges. Also, Menges haut heute echt raus. Crazy. Sehr gut. Guter Mann. Das geht relativ lang, bis die fertig sind. Aber machen die frisch kaputt. Also. Die Spieler hauen nochmal richtig raus hier. Alle haben gesagt, was ist das für ein krankes Steakhouse? Und diese Blumen, Onion und diese Kokosnuss. Oh, ja. Alles ist gut. Also die waren davor bei der Freeman Street, einen Tag davor bei dem Steakhouse, haben gesagt, das beste Steak, was wir gegessen haben. Ich sage, okay, Five Mix mit dem Straddle, das gibt's doch gar nicht. Nico Mark mit dem Doppelstraddle. Seville eröffnet. Birko ist am Button mit der 3-Bett. Auf 3-10. Und Fischi hockt jetzt da mit seinen Dax und muss folden. Faltenwix foldet. Nein, aber da hatte David witzigerweise ein Foto mit ihm. Also, es war ähnlich wie beim Enzo mit diesem YouTuber. Mhm. Wir kennen keinen Mensch, aber irgendwie rennen die Leute immer an die dran. Der war da, stand da, hat eigentlich nur gewartet, glaube ich, auf den Kevin. Und auf einmal kommt eine Menschenmenge. Nico foldet und Sebel hat jetzt hier die Entscheidung nach der 3-Bet. Also, kein schlechter Move hier von Birk. Der hat auch beim Super Bowl. Der Puck, Mensch. Wolfgang Puck. Aber das kannst du vielleicht so ein alter Mann. Nee, so ein Grilltyp. Ja, dann ist der. Das ist der Gondel. Ja, das muss der sein. So ein Engländer. Ja. Nee. So ein bisschen verrückter. Cool. Der ich such's gleich raus. Der ist auf jeden Fall. Was ist jetzt los? Und schreien so, als wäre ein Superstar. Und dann zieht er hinter ihm. Okay, Sebel called hier. Da war quasi diese Gaststätte. Und Birk trifft hier das Set. Sebel geht all in und Birk snappt ihn natürlich weg. Also easy game hier für Birk. Da kriegt er quasi den Double Up geschenkt. Sebel fast drawing dead, kann hier nur Running Outs machen. Komm mal. Oh ja. Oh ja. Noch ist er nicht tot. Kevin macht's spannend. It's never easy. Jetzt ein King wäre verrückt. Ah, kommt nicht. Also, sicherer Runout hier für Birk.
Ah, spielen sogar zweimal. Oh, Quads. Also Kevin macht es extrem sicher hier, nachdem er ihn vorhin hat ein bisschen schwitzen lassen. Nice Hand hier für Birk. Nice Hand. Okay, also Kevin, drück auf die nächste Runde. Jawohl. Also, dann schauen wir uns die Stats an. Nico führt hier mit zwei Lagen. Immer noch. Birk ist jetzt wieder eine Lage im Plus und Koni 2,5 Lagen im Minus. Am PFR hat sich nicht so viel getan. Cash and Bar hat ein bisschen nachgelassen. Aber immer noch ganz weit oben. PFR, Cash and Bar Nummer 1, aggressivster Spieler. Und dann schauen wir uns noch die Winrate an. Da ist Nico Mack ganz oben. Spannend. Okay. Ich gehe mal kurz rein und übernehme das Ruder und dann geht's weiter. Kevin übernimmt hier gleich. Viel Spaß mit Kevin. Das ist Pokerniveau, war das sagen. Guter Priester ist halt auch okay. Was hast du denn da? So. Das sind wir. Servus, alle zusammen. Dealer Change heißt auch Moderatoren Change. Bin ganz heiß. Wir mal angucken, ob die wirklich die ganze Zeit so gute Karten haben. Die Showdowns gab es ja leider nicht so, deswegen habe ich gar nicht immer so gesehen, ob die wirklich immer so gute Karten hatten, aber anscheinend ja nicht. Ja, du musst das Mikrofon entmuten. Guck mal, ob der Knopf grün leuchtet. Das Mikrofon entmuten, ich glaube, das habe ich gemacht. Holger, danke. Kriege ich meine Birne raus? Das geht, glaube ich, hier. Ah ja, sehr gut. Aha, So, also, was haben wir hier so? Aha. Table Sound ist so leise. So. Für mich zumindest. Gut. Wo fange ich denn an? Ist auf jeden Fall eine muntere Runde. Ich glaube, das ging euch genauso. Da gab es ja keine Hand, die jetzt nicht eskaliert ist. Ich sehe, ihr wart auch fleißig. Ich sehe hier, der Menges hat einiges gecheert. Eingecashed wie Käfer im Kutschop. Ja, genau. Ja, alles weiter, Menges. Da geht noch was. In der Hand, die wir hier zu halb verpasst haben, hat jetzt der Kuni gerade mit der Straße gewonnen gegen Second Pair von Carlos. Aha. Sehr gut. Das sind gute Hände. Kuni gewinnt. Kevin, wir lieben dich. Ah, Hannes, servus. Hi. Danke fürs Zugucken, also super, cool, freut mich, dass du heute Zeit hast. Mich lieben geht ja nicht anders. Kevin hat seine Sache sehr gut gemacht. Wobei besonders gut. Moderne Technik, Kevin. Damit komme ich noch nicht klar. Holger hat auch noch mal irgendwas umgestellt. Da muss ich mich jetzt auch schon mal zurechtfinden, was ich wo mache. Mal kurz den Holger fragen, wie ich den Table Sound für mich noch lauter bekomme, als ich es jetzt habe. So, da bin ich wieder. Also das kriege ich nicht lauter hin, muss ich halt genau zuhören, was da gesagt wird. Das habe ich hier verpasst. Preflop gab es wohl irgendwie einen Raise und zwei Calls. Ich weiß jetzt nicht, wer geraced hat. Das werden wir dann vielleicht noch im Nachhinein erfahren. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass der Seppel hier wirklich die Welt floppt. Also die absolute Welt. Straight Flush Draw und die Straße gefloppt. Brutale Hand. Hat nur das Pech, dass jetzt hier in der Hand selber eigentlich keiner irgendwas hat. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der Fischi jetzt hier einen Wahnsinns-Call auspacken kann mit der 8. Weiß jetzt nicht, ob die... Wenn natürlich das Seppel jetzt Preflop-Aggressor war, war es natürlich eine gute Bet. Muss er ja fast betten.
Wobei das Board als Preferred Aggressor natürlich auch checken könnte. Er hat es jetzt aber gesetzt. Wie gesagt, ich habe jetzt die Preflop Action verpasst. Deswegen kann ich das nicht ganz beurteilen. Aber auf jeden Fall böte sich da auch ein Check an. Hat sich jetzt hier für den Race entschieden, für die Bet entschieden. Und ja, wie gesagt, leider hat keiner was. Bramaroon, ja. Brav sein. Morgen bin ich bei euch. Die ganze Woche. Das ist eine Drohung, kein Versprechen. Ich hab schon einen Schläger zerfroren. Ey, ich hab ein Ding nach dem anderen abgewählt. Ja, im Hintergrund läuft ja Deutschland gegen, naja, also andersrum, Frankreich gegen Deutschland. Was sagt ihr denn zu dem Trikot? Also sowohl zum Heimtrikot als auch zum Auswärtstrikot. Mir gefallen tatsächlich beide. Sogar sehr gut. Finde ich eine sehr gute Wahl, die da getroffen wurde. Ja, was jetzt allerdings schon wieder draus gemacht wird, finde ich tatsächlich wieder weniger geil. Doch. Aber ja. Also wir sind vier Jungs, also wo mittlerweile noch ein 1 gegen 1. So, was haben wir hier? Kuni eröffnet. Andere Gun. Aber das Bosch ist auch cool, kann ich auch cool zu dritt. Und dann muss ich mal wieder austauschen. Achso, das ist ein Flow. Aber dann errutscht wieder. Und immer einer, zack, zack. Fisch in Barcold, Fischikold. Aber ist schon schwach hier, die ganzen Limpst Calls da jetzt irgendwie. Ja. Ach, Junge, bin ich da schon stark genug, um zu racen? Carlos raced normalerweise auch etwas weiter und hat er sich die 8 aber auch nicht geraced. Na gut, vielleicht hat er gewusst, was kommt. Flop hittet ihn jetzt gar nicht. Allerdings haben jetzt sowohl Fischi als auch Seppel top hergetroffen. Ja, Jens, du bist der gleichen Meinung, beide top, genauso sehe ich es auch, also wirklich beide echt stylisch, total top. Perfekt, schön schwarz-rot-gold auf dem Ärmel, sieht geil aus. Und das andere natürlich einfach auch kontrastreich und so, auch eine geile Farbkombi, geiler Verlauf im Trikot, finde ich geil, finde ich richtig gut. Menges, normal oder weiß-blau, was meinst du genau damit? Danke für die 100 Bits, merci. Sind jetzt für mich oder für den Stream? So, Fischi hat, glaube ich, gesetzt und Seppel hat erhöht. Fischi hat jetzt gecallt, der Rest ist raus, erwartungsgemäß. Und Seppel hat jetzt einen da oben Ender gemacht. Checkt den. Und Fischi geht all in mit Top-Pair, Top-Kicker. Und Seppel called. Call in und call. Ja, gut, der Kicker ist jetzt nicht so schlecht, wenn wir den draußen noch. Ja. Seppel hat hier noch 26%. Ich hab gesagt, mir egal, er hat angesagt. Zweimal. Röhr wird zweimal gespielt. Einfach zwei kleine Karten. Oh. Vielleicht. nicht mehr. Was willst du? Eine 8? Mein König ist nicht wieder. Ach, noch mal. Kleiner wie sie. Und die Straße für den Seppel im zweiten Lauf, das heißt Splitpot. Jeder hat eins gewonnen. Tja. Kann man wie immer darüber diskutieren, muss man das jetzt zweimal spielen, ist das jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer. Ich habe jetzt da Theorien schon gehört oder zuletzt dann auch mal gelesen, wo das jemand versucht hat, auch nochmal logisch dann zu erklären, dass es eigentlich gar kein, dass es eigentlich egal ist, ob man zweimal spielt oder einmal spielt. Aber eins, was sicher ist, man nimmt halt einfach die Varianz raus. Ne? Also in dem Fall, wenn jetzt die 8 vielleicht zuerst gekommen wäre und im zweiten Lauf dann die, also keine Straße dann oder keine Dame für einen Seppel, dann wäre es quasi so rum gewesen, dass der zweite Lauf gut gewesen wäre, um das quasi zu einigermaßen auszugleichen. Das Pech in der ersten Lauf.
Aus dem Handgelenk. So, Doppelstraddle. Barbus, Doppelstraddle. Suited Cards, Sebel hat hier auch. Mittleres Ass, auch suited. Goldie 50, Bekules. Mittleres suited Ass, raised hier auf 2-10. Carlos wird das wahrscheinlich callen. Ja, eine ganz gute Hand, spielt sich Preflop, Postflop auch ganz gut. Und das Sebel, der wird ihm nicht widerstehen können. Ich meine, das sind jetzt 1,60 zum Nachcallen. Zwei Spieler sind schon in der Hand. Und wir sehen zur dritten Flop, tatsächlich. Drei Spieler. Der total langweilig kommt. Der Einzige, der hier noch einigermaßen was aufgabelt ist, hier der Carlos, kann mit der 10 die Straße machen. Sippel hat einen Backdoor-Flush-Door, okay. Aber sonst, ich denke, wer hier Aggression zeigt, wird den Pot einfach mitnehmen. Und dafür ist der Carlos natürlich prädestiniert, das sieht man jetzt hier auch. Und kommt hier direkt out the bet. Die hat es in sich, das ist ein Fast-Pot, 5 Euro. Und ja, kriegt beides im Folden, easy, easy game. Jack High gewinnt die Hand. Super. Ich nehme mal kurz hier in den Chat rein. Da haben wir. Bei mir hat es einmal gesagt. Ja? Ja. Hannes schreibt, bestes Trikot nochmal kaufen, bevor sie von Nike hergestellt werden. Allerdings finde ich persönlich nicht gut. Allerdings, Geld regiert die Welt, Hannes. Ich weiß, das gefällt dir nicht, aber es ist so. Und das Angebot war wohl 2010 oder wann's das mal, wann das mal auf dem Radar war, wo das Diskussion stand, war damals auch das Angebot von Nike wohl so dermaßen groß, dass man ja damals dann auch nochmal überlegt hat, vom Vertrag zurückzutreten oder quasi nicht zu Beginn, nachdem der Vertrag eigentlich schon zugesagt wurde. Das war ja auch eine krasse Story, habe ich vor kurzem nochmal angeguckt auf YouTube. Von dem her, ja, Nike an sich machen ja auch ganz coole Sachen. Ich glaube, da nehmen sich die beiden nichts. Ja. Und die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn sie nicht so gut spielt, ist halt immer noch eine sehr gute Mannschaft, mit der man, glaube ich, gut Werbung machen kann. Das ist natürlich sehr attraktiv. Und Adidas war da einfach ein bisschen zu knausrig mit ihrem Angebot. Menges, ja, normale Trikots, oder? Deutschland weiß, Frankreich blau. Das habe ich nicht gemeint, sondern ich habe tatsächlich die deutschen Trikots gemeint. Also sowohl das Heimtrikot als auch das Auswärtstrikot. Aber schön, dass du die Trikots von Deutschland und Frankreich gut findest. So, ich habe mitbekommen, dass der Holger das Getränk meiner Wahl, was ich ihm heute mitgebracht habe, dass er das noch nicht getrunken hat. Skandal an der Stelle. Ja, Würste, echt. Freut sich der Kevin. Ja, Scheiß kommentiert hat. Den Scheiß habe ich tatsächlich gar nicht kommentiert. Heckenwitz, den habe ich einfach ignoriert. Da habe ich schon gesehen, dass da nichts draus wird. Haben wir mal Zeit, hier den Heckenwitz auch mal angucken. Der kleinste Pott des Abends. Der kleinste Pott des Abends, ja. Heckenwitz. Pfeifenwix. 1,25 minus aktuell. Spielt ultra tight, 24% seiner Hände. Raised noch weniger, raised nur 3,4%. Das kennen wir vom Heckenwitz. Sehr, sehr tight. Aber ich glaube, wenn er spielt, gewinnt er die Dinger dann ganz oft. Das habe ich bemerkt, als ich ihn selber gedealt habe. Das macht er ganz gut. Ich muss mal gucken, ob die Winrate wirklich so hoch ist. Gucke ich gerade mal hier in die Stats. Ich kann ja jederzeit reingucken. Und ja, das ist gar nicht so. Das sind 28% seiner Hände, die er spielt. Die er dann tatsächlich auch gewinnt. Naja, gut, so kann man sich täuschen. Totale Ahnungslosigkeit wieder mal bei mir. Zurück zum Pokern. Nico Mack erhöht 3x. Die Dame König.
Sippel called, Koni hat einen Call. Bekules, sehr schön, 7-2 off. Versucht das Preflop mitzunehmen. 4-40. Und der Nico, ja, der ist einfach zu groß und dicken Plus, ne? Der hat jetzt hier gecallt. Sippel wirft seinen Ass weg. Koni, der zwei Outs hält von Birk. Ich glaube, der foldet. Kommt bestimmt. Doch, es würde kommen, ich weiß nicht. Ich spüre es einfach, aber das kann ich nicht machen. Fold! Also. Ja, foldet. Da trauen sich was, andere nicht. Und jetzt kann man hier gerade mal was, wir haben hier Seed 4 und Seed 8. Können wir hier mal die Kamera wechseln. Sehen wir die zwei Protagonisten permanent im Bild. Birk spricht und setzt hier 5,50. Die ist groß, aber Nico zeigt sich dann doch unerschrocken. Dabei hat ja Birk sogar noch was. Birk hatte 7 getroffen. Das ist jetzt ja auch 83% Favorit, die Hand zu gewinnen. Das Ass. Scare Card natürlich jetzt für ein Birk. Er ist bettet 8, wenn ich es richtig verstanden habe. Das Ass der Asse. 8 Bucks ist die Bet. 8 Large. Ja. Also kaum noch Fold Equity, ja, wenn er jetzt wirklich eine Hand hatte, Birk. Einer schmeißt meinen Kampf ins Feuer. Ja. Nein, das ist mein Kampf. Mein Kampf. Und dann wundert er, was ist hier Krampf? Ein bisschen Table Talk hier vom Nico. Verzieht die Miene. Und foldet. Nice Hand, Birk. Nice Hand. Durchgezogen. Ja, das war mal 7-2, was nicht so einfach zum Spielen war. Von dem her, nice Hand. So, Oh Mann, ich hab's so viele. Also hier, Moment, da gibt's doch direkt mal den hier. So spielt man Poker. Genau. Okay. Gucken wir uns kurz mal die Stats an. Und Carlos heute. Aktuell 260 im Minus. 60% VP, davon 30% PFR. Also wirklich sehr, sehr aktiver Spieler. Heute mal nicht erkältet. Bei vollen Kräften. Und das merkt man dann direkt, dass er ziemlich Gas gibt. So wie wir ihn kennen. So, gucke ich nochmal hier kurz im Chat. Was haben wir hier verpasst? Geld tut dem Verband gut, die Welt macht es auch so. Die Welt ist ja auch journalistisch unterwegs. Meinst du jetzt die Welt? Nein, wahrscheinlich nicht. Also es war Spaß. Weiß ich natürlich. Ja, und das stimmt. Also es geht letzten Endes um den Verband und um die Vereine. Und natürlich um die Geldkoffer, die man dann wieder vollstopfen kann, um dann irgendwelche WMs zu kaufen oder sowas in die Richtung. Also ja, es ist schon wichtig, dieses Geld zu bekommen. Von dem her kann man den Wechsel auf jeden Fall verstehen. Kevin, kannst du als das Board zeigen, wenn gedealt wird? Ich schaue das Ganze auf meinem Mobilfone und genau da, wo das Board angezeigt wird, ist von Twitch ein Button, sodass ich das Board schlecht sehe. Alles klar, kann ich gerne machen. Ne? Versuche ich zu beachten. So. Preflop Action verpasst. Aber dafür sehen wir hier am Flop doch genau richtig. Wir haben Mirkules, der hat einfach mal die Straße gefloppt. Das Aas, abartig. Nach der Hand dann gleich die Straße zu floppen. Gibt auch direkt Gas, nachdem Koni jetzt hier anspielt. Koni called. Hat jetzt hier einen Gutshot.
Jetzt hier so eine, interessant wäre jetzt sowas wie eine 7 in Pik oder eine 8 in Pik, sowas in die Richtung. Dann würde Koni auf jeden Fall auch nochmal weiterspielen. Also, ja. Mhm, danke. So. Bet 2,75, relativ klein und ein Call. Und wir sehen noch einen River. Beko lässt 3,50, ja, kann der Kuhn hier nicht mitgehen. Ja, hat ja nur 10 hoch jetzt am Schluss. Auf jeden Fall war der Turn dann tatsächlich auch nochmal interessant. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt hier die Stats mal ganz kurz durchzugehen. Genau, mit einem Klick sind wir dann direkt dort. Das erste Mal, dass ich jetzt die Stats auch nochmal komplett sehe. Wir haben Birkules ganz vorne, der jetzt in den letzten Händen dann doch ordentlich, der ordentlich Druck machen konnte. Zuletzt jetzt mit den Händen, oder nicht zuletzt mit 7-2. Nico Mack, sehr, sehr stabil nach der anfänglichen Schwierigkeiten, die er hatte am Tisch. Fischi, ja, da geht nicht viel hoch, nicht viel runter. Sehr, sehr konzentriert heute am Tisch. Pfeifenwix. Auch er spielt sehr wenig Hände, geht auch relativ wenig hoch runter. Carlos, obwohl er sehr aktiv ist, geht auch wenig hoch und runter. Und Seppel, ziemlich Achterbahn, erst sehr, sehr stark hoch, jetzt wird er sehr stark runter, sogar ins Minus gerutscht. Ein Stack, das geht allerdings noch. Und der Koni, 2,5 Stacks im Minus, das geht doch alles. Aktiv sind die Spieler alle, bis auf Fischi und Pfeifenmix, das war auch so meine Wahrnehmung. Die so ein bisschen auf der teiteren Seite sind. Geraced wird ordentlich. Kirschen Bar, Birkule, Seppel, Koni schon mit über 20%, ist doch ordentlich. Und wir haben Winrate, Birkule ist ganz, ganz weit vorne, Nico Mack ganz weit vorne, Koni, bei dem geht bis jetzt nicht so viel. Holger erklärt gerade nochmal, was ich gerade mache. Und dann gebe ich mal das Spiel wieder frei. Moment, das war falsch. Nee, das war richtig. Müssen wir jetzt die Cam an? Achso, okay, warum auch immer. So. Das ist eigentlich eine echt gute Bet von Birkules. Kein Birkules mit I ist auch geil. Das Board ist recht trocken für viele Hände. Was soll denn da callen mit einer kleinen Bet? Ja, nee. Also ich bin da voll d'accord. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Bet schlecht war, gerade eben mit der Straße. Gar nicht. Im Gegenteil, die 4 ist jetzt da völlig random eigentlich. Wenn er dann nochmal klein setzt, kriegt er halt von den vielen Assen auch nochmal einen Call oder irgendwie vielleicht auch von einem Middle Pair oder sowas. Die war ja so klein, war eine richtige Value-Bet. Also richtig, richtig gut von der Bet-Size und so. Also schiebe ich dir auch 100% zu. Das war echt sehr gut gespielt. Wer ist da? Ach so, ja, nee, das ist Koni, du bist leider nicht von dem ich gerade habe. Dürftig noch. Dürftig von dir bis jetzt noch alles. Gut, das war auch eine relativ schnelle Hand, wie ich gerade gesehen habe, aber da ging auch nichts. Haben wir mal die Möglichkeit, uns dann vielleicht auch nochmal kurz einfach den Kuni anzugucken, der ja gerade da war. Der sich jetzt hier gerade die Gummibärchen geholt hat. Ganz kurze Frage an der Stelle, wie ist so der Sound, weil ich habe ja eine andere Stimmlage und einen anderen Bass in meiner Stimme. Passt das noch so oder muss ich irgendwas umstellen zu dem, was Holger vorhin genutzt hat? Besser sogar. Okay, ja, top.
Geile Hand. Also, was haben wir hier? Kuni eröffnet die Hand auf 75. 7x, 7,5x, alles klar. Birkules mit Ass 4 called. Fischi mit Ass 3 called auch. Also die Range, die er da callte, Fischi mit hohen Assen bis zu kleinen Assen, tatsächlich sehr, sehr breit. Jetzt hat Nico hier die selbe Hand hier, wie der Kuni. Das bin ich mal gespannt, wie die beide die Hand spielen. Nico erhöht auf jeden Fall nochmal auf 4,50. Und Kuni geht all in, alles klar. Und die zwei kleineren Asse, die folden. Und geil. Sehr gut. Nico called auf jeden Fall auch Pre-Flop dann das All-In. Das war interessant. Macht jetzt auch nicht jeder, von dem her. Ja. Aber er hat auch schon 4 drin, ne? Also, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ich sehe 2 Picks, sind es 3 Pick? Waren aber Dame oder König? Ah, eine 6 noch, okay, also wir haben 3 Pick. Ich hab das mit Assen gesehen, das war krass. Also ich hatte schon zweimal alles auf der guten Seite, aber nichts ist nie passiert. Jetzt macht schnell! Da ist irgendwas verrutscht. Oh! Das ist eine schwarze Karte. Wir gehen zwar was Rotes hier. Peak. Ja, Peak. Du bist ja schon am Ripper. Ja, dann ist es gut. Jetzt mach ich einfach. Ich glaube, dadurch, dass der Holger die Karte schon auf den Turn gebucht hat, kann die nicht mehr in Flop verschoben werden. Das werde ich ihm nachher nochmal sagen. Krass, wie sie ihn einfach quälen. Ja, es ist bitter. Aber auf jeden Fall mal ein sehr guter Flop hier für einen Kuni, um den Puttern auch tatsächlich nochmal zu gewinnen. Oh, Holger hat schon gesehen. Oh. Tatsächlich kommt ein Pick anscheinend. Wir sehen es nicht, aber die Reaktion vom Kuni ist dann doch schon eindeutig. Holger, ich hab die Karte. Ich geh mal kurz rein und klär das. Soll eigentlich. Ich habe irgendwo in der Mathematik kann irgendwas gehen. Falsch mal. Dann leck mich doch am Arsch. Absolute Highlight-Hand. Weil du die Karte schon auf dem Turn gebucht hast, die kann nicht mehr verschoben werden. Aber mach einfach auf den Flop. Die Zuschauer sehen es dann schon. Ja, aber ich muss den Bolch, muss ich jetzt noch holen. Der Fakt ist ja nicht zugeordnet jetzt. Was sind das? 2, 4, 5. Du musst jetzt einfach den Flop. Also dem müssen 13, 25 sein. Wollt ihr auch? Welche die auch? Nö, danke. 6 hier hin, genau. Oder Fischi. Süßigkeit. Das muss man genau. Weil die 6 kann nicht mehr raus. Ja, ja. 14, 5, 14. Krass. Mhm. Holger fucking Legend. Wie gesagt, ich hab die Karten geschossen. Theoretisch müsste diese 35er, was das war, rausrechnen, ne? Wir haben schon wieder rausgenommen. Nee, die haben wir schon aufgeteilt davor. Also so, ich bin wieder da. Ich habe das mal kurz geklärt. Ich habe es gerade schon gelesen. Dass ich das wieder nicht auf die Tischcam gemacht habe. Dann hätten wir es ja sehen können. Danke, Jens, auch nochmal für den Hinweis. Ich werde es zukünftig versuchen zu beachten. Ich bin da einfach noch nicht ganz, ganz drin. Wann ich war, wo, klick und wie auch immer. Ich versuche auch hier einfach Besserung. Nee, wie sagt man? Du nicht sogar noch vorgemischelt oder was? Ja, ich gelobe Besserung. Also, falls ich das nächste Mal einmal. Aber dass die 10 halt schwarz war, die. Amateur. Ja, ich bin danke. Also, was haben wir hier noch vorhin zur Stimme? Top, besser sogar. Ja. Mehr Bass als Holger, gut austariert. Also, ich habe Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Alter? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Türlich, türlich, sicher, Digga. Türlich, türlich, alles klar. Putz, putz. Gut, gut. Nächste Hand. Ein paar interessante Hände. Suited Ass, Suited King, Sevens,
König 10. Und wir haben einen Open vom Koni. Der wird gecallt von Fischi und von Pfeifenbix. Nikomak callt ebenfalls. Sebel geht raus. Check in the dark, Zen-Kalender. Und wir sind mal wieder 4-Ways am Flop. Nice. War insgesamt auch schon sehr viel Action. Also immer viele Spieler am Flop. Viele wollen sich das angucken, in die Pötte reinkommen, weil sie auch sehen, die Pötte sind insgesamt doch relativ hoch gewesen. Und irgendwie hat man auch das Gefühl gehabt, wenn man es dann mal bis dahin schafft und was Gutes floppt, dann kriegt man auch eine Auszahlung. Von dem her kann man das auch nicht verübeln, dass das bei uns ein bisschen so läuft gerade. Nico hat jetzt hier im Turn gemerkt, dass irgendwie keiner richtig Interesse hat an dem Pot und spielt einfach mal an. Gute Bet auf jeden Fall. Jungen wird ja keiner haben, von dem her muss er nur für 8er, 9er, 10er noch ein bisschen Sorge haben, aber selbst die hätten wahrscheinlich angespielt. Und Pfeifenwix tut sich jetzt sichtlich schwer. Was er machen soll. Ja, Koni löst dich bei deinem Traum wieder mal mit so einer Sauerzunge. Und ich soll mir so ein bisschen Streustyle oder nochmal? Jo. Du überlegst mir zu lang. Call tatsächlich. Kann hier noch gewinnen mit einer 5 oder mit einer. Mit einem Ass? Ja, das glaube ich. Was aber nicht kommt. Ne, die 6 hilft nicht, ja, und da hat der 7er. Menkes. Ich glaube, du musst mehr pokern. Weniger COD, mehr Poker. Nico, mit der saftigen Bette hier. 5, also fast Pot. Ordentliche Bett. Pfeifenwix foldet. So. Board ist schon weg. Sorry, warst du spät mit dem Board. Dominik Meyer, 1986. Sieht nach einer witzigen Runde aus. Ja. Und, Follow habe ich auch gesehen. Danke, Dominik. Auch danke für das Kompliment nach einer witzigen Runde. Klingt ja erstmal, dass es Spaß macht zuzugucken. Von dem her. Freut mich das sehr, im Namen von Black Forest, dass wir dich da ein bisschen entertainen können. Wir streamen regelmäßig, demnächst wieder regelmäßig, ja. Da wird jetzt im April, werden es wahrscheinlich sogar 3 Streams werden. Und da ist auf jeden Fall Action geboten. Also da wird es das ein oder andere Special vielleicht auch geben und auf jeden Fall coole Runden wird es auf jeden Fall auch geben. Immer gerne reingucken. So. Doppelstraddle, Carlos. Mehrere Folds. Koni hat ein kleines paar Dreier. Erhöht auf 1,25. Relativ kleiner Raise. Birkules called auch nur. Dass Carlos das jetzt nicht bemerkt und da nochmal drüber geht, wundert mich jetzt. Der called im Straddle nur. Und wir sehen 4, 6, Ass, 2 Herz. Nummer 70 vom Koni wird gecallt. Carlos called auch. Interessant. Übe ich das Ganze mal mit der Boardcam. Das hat schon mal gut geklappt. Sehr gut. Ja, man muss halt den Finger auf dem Abzug lassen. Ne? Also das ist, man darf da nicht weggehen. Auf jeden Fall, Koni jetzt checkt jetzt nur. Birkules. Große Bett. 3,15, ja, so groß ist sie gar nicht. Ein Drittel Pot. Wird aber jetzt natürlich schon schwierig für die anderen zwei.
Was stapelt da irgendwas? Stringbett? Würde jetzt Super Victor sagen. Das ist erased auf jeden Fall. Das sind 27, was? 27, ja, tatsächlich. Da haben wir die zwei. Das wird nicht reichen. Das hat ein Maskier da. Hab ich theoretisch bei einem Segen mal aufgehoben. Ihr hat hier den nackten Flaschtor. Er weiß jetzt nicht, dass die neuen auch noch gut ist. Das reicht auf jeden Fall nicht für alle. Aber die Race war jetzt auch so klein, dass man da schon versucht sein kann, auch zu callen. Und das macht er auch. Und wird belohnt. Er wird belohnt. Kommt die 7 in Herz. Birk nochmal kleine Bett. Die Carlos nicht mal in bringt. So richtig, richtig dreckig. Gut, Carlos. Muss ja eigentlich fast wissen, dass er da jetzt nicht mehr vorne sein kann. Konzert. Er callt tatsächlich. Boah. Dünner Call auf jeden Fall. Da muss er dem Birk absolut nichts geben, dass er da callt. Oder er will es halt sehen. Aber da muss er sich halt auf der anderen Seite auch nicht wundern, dass er da am Turn noch mitgeht, der Birk, wenn er da so ein kleines Raise auspackt. Wobei natürlich dann noch schon die Frage ist, lohnt sich der Call für einen Birk? Wenn der Carlos noch so wenig hinten dran hat. So, Thema Implied Odds und sowas. Weiß ich jetzt nicht. Es ist gespielt worden, wie es gespielt worden ist. Ja, machen wir doch lustig weiter. Wir haben jetzt, wenn wir den Fisch hier gerade sehen, gucken wir uns den noch gleich mal mit den Stats an. Spielt hier sehr leicht im Minus, 78 Cent. Hat VPIP 37, PFR 5,7. Spielt relativ tight für die Runde, aber auch sehr, sehr passiv. Also, wie viele Hände sind es hier, der geraced hat? Ein oder zwei? Also, da weiß man dann halt auch schon, wenn er raced, dann muss das dann schon eher was Gutes sein. Ja. Gucken wir uns das alles mal an. Gibt der Carlos fest hier nochmal nach. Gucken, ob der. Was ist denn hier drin? Ah, tatsächlich. Sieht man hier, habt ihr das schon, seid ihr das schon durchgegangen mit allen Spielern? Spielervorstellung. Seed 1, Carlos, Cash in Bar. Der hat Friday Night sozusagen gegründet. Der Sugar Daddy, ja, bezahlt hier den ganzen Laden, dass wir das spielen können. Und ja, halt mit Abstand größte Luckbox, das hat er jetzt hier gerade eben nicht gezeigt, aber insgesamt ist das halt einfach. Also da gibt's halt keine zwei Meinungen. Vielleicht ganz kurz im Chat schreiben, ob ihr das schon durchgegangen seid und wenn ja, mit welchen Spielern, dann brauche ich das nicht nochmal machen. Ich wusste jetzt nicht, dass der Holger das vorbereitet hat. Die Hand sieht langweilig aus, ich hole mir mal ein Bier. Ja, ja, aber das ist jetzt schon... Eher zu viel und viel. Nee, das ist gar nicht so. Die haben jetzt aber Nachdrucker gehabt und mir war jetzt nicht mal bei den Nachdrucker dabei. Und die ersten... Das ist auch schon... Da war vorher, oder? Und da war man nicht mal dabei, wo ich mal überlebe. Da packe ich mit der Arbeit an. Also, der weiß noch nicht. Na, ich fand.
Ja, was ist man? Ja, okay. Also es war so 12 One large. Wenn du Richtung ganz weiter fährst. Kommt auch ein bisschen aufs Wetter drauf. Und links, Seite und rechts. Obwohl. Dafür treff, oder? Also Weißwürsch, das ist auch mal wieder geil. Ich hab noch einen Kilo. Ganter Weizen gibt's heute. Darauf fiel jetzt meine Getränkeball. Dann bist du also aus Ort und dann von dir. Ganze 12, jetzt auch nicht mehr 3, 10 abgegangen. 20 und 18 dann abgesprungen. Genau. Also 18 dann abgesprungen und jetzt bist du so lang. Scheinbar war es dir am einfachsten ist von den Weizen. Wieso habe ich mich denn immer noch drauf? So, jetzt. Weiter geht's. Nächste Hand. Eins Zwettel. Einiges an Folds. Koli Limp Virkulis erhöht das Ganze auf 1,50. Nein, nicht, dass es nicht schön ist, aber ich glaube, also so in der Lage heraus. Ja, Kuni hat es vorhin schon gesagt, er ist im Juckel-Modus, das sieht man jetzt auch hier, König 3 off, wird hier einfach mal weggecallt und wir sehen tatsächlich einen Flop in der Hand. Ja, wie ist Merdinger hoch? Und dann, Kühlberg, das habe ich jetzt auch abends und dann, von keiner Schule, ja. Der Flop bringt halt gar nichts, es geht auch tatsächlich check. Von Waldgeff oder Siegler dahinter oder wenn die von da kommen oder Elsa. Ja, Elsach ist ja, schon mal ein Fett. Dann sind die halt quasi nie in der Ecke. Ja, eben. Wenn, hallo, wenn die dahinter noch irgendwo kommen, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber die der haben Umzug ja am Sonntag, ja, ja, dann bei den zweiten Festen. Ja, das muss man auch sagen, eben Elsach, die kommen halt nicht zu uns per Faser. Turn-Check-Check und Über, was war jetzt das? Kuni hat gewonnen, King High, oder? Nice. Gut, also 37 Monate habe ich jetzt schon abonniert, den Laden. Ich glaube, es ist sogar noch mehr, aber das ist nicht alles mehr dabei, weil ich mal eine zu lange Pause zwischendrin hatte. So, also, dann gucken wir uns hier mal Seed 5 an. Pfeifen Wix, da kommt er ins Bild. Auch OG Friday Night, auch schon ewig dabei, immer dabei. Der Typ träumt schlecht vom Pokern. Tatsächlich. Wie oft er vom Pokern träumt und was er alles verliert, ist halt schon crazy, ne? Der erzählt uns dann immer, er hat irgendwie Royal Flush gehabt und hat trotzdem noch verloren. Da kommt noch das andere dann her, beste Lacher am Tisch, der hat einiges zu lachen. Auch wenn er es eigentlich nicht hat. Bei uns zumindest.
Danke für dein Abo. Twitch Prime ist kostenlos. Menkes. Ja, ich danke mir selber für mein Abo. Twitch Prime ist kostenlos. Also jeder, der Twitch Prime hat, kann das ja mit seinem Twitch dann verknüpfen. Also jeder, der Amazon Prime hat, hat automatisch Twitch Prime, ein kostenloses Abo im Monat verfügbar. Und das kann man natürlich uns dann auch einfach geben. Uns abonnieren. Das wäre doch was. Aber gibt es noch dieser ja, immer der spezielle Check. Jahrgang, der Rekrut? Ja, Rekrut gibt es noch. Ja, klar. Das ist nach wie vor. Ja, meins war am 15. live. Ich habe es dann aber allerdings einfach bis jetzt ausgeharrt, weil ich es hier live posten wollte. Muss man sich einen Wecker stellen, weil automatisch wird es nicht verlängert. Also immer schön einen Reminder machen. Was haben wir hier? Wir haben zwei mit Topper. Kuni und Birkules. Das sind noch genau die richtigen zwei, die mit einem schwächeren Topper jetzt auch noch Action machen würden. Ja, der Seppel, der wird jetzt hier die Achter höchstwahrscheinlich entsorgen. Also ein cooles Motto, muss ich echt sagen. Wie entscheidet das? Oder wie entscheidet das? Kommt dann irgendeiner auf die Idee oder macht dann Brainstorming? Ja, Legendary trifft halt ein paar Monate vor. Also wir neuschen zum November oder so. Und dann hat jemand die Idee oder meistens ein, zwei Sachen und dann. Sind manche Sachen so eben so Rennpferde oder irgendwie so banale. Das Ass ist natürlich ein bisschen ein Action-Killer. Zumindest für den, der eher passiv war in der Hand. Aber juckt halt nicht. Juckelmodus ist voll an. Also Juckelgaspedal voll durchgetreten hier beim Kuni. Und Birkules wird die Hand jetzt tatsächlich auch gewinnen. Die 7 schlägt die 5. Kuni schüttelt leicht den Kopf. Geil, dann haben wir schön aufgefangen auf Kamera. Tja, Juckelmodus bedeutet halt auch immer, dass man da... Moment, das kann ich doch anders machen. Juckelmodus heißt auch immer, dass man da eher stressbefreit sein sollte, wenn man im Juckelmodus ist. Denn Juckelmodus heißt nicht automatisch auch, dass man dann Hände gewinnt. Juckelmodus heißt einfach, dass man mehr Hände spielt. Kevin Stats, Moment. Ach, jetzt hätte ich das fast mit labern gebracht. Wenn das der Holger wüsste. Stats, genau. Also, Stanings, da hat sich jetzt mittlerweile, ich mache mal meine Rübe raus, da hat sich jetzt der Birkules nochmal mehr abgesetzt, hat jetzt zuletzt wieder einige Hände noch gewonnen. Nico hat es doch einiges eingebüßt, hatte ein paar schlechtere Hände, die gegen ihn gelaufen sind. Beim Fische bewegt sich einfach gar nichts. Also, das ist einfach, der Patient ist tot, würde man sagen, glaube ich. Ne? So letzte Zuckung, bevor es dann rum ist. Ansonsten haben wir hier noch den Pfeifenwix. Der war zuletzt einige ein bisschen besser unterwegs, hat es aber wieder abgeschenkt. Die 3 Euro, die er da mal gewonnen hat, sind wieder weg. Und der Seppel, bei dem hat sich jetzt auch stabilisiert auf niedrigem Niveau. Kuni hat sich stabilisiert und Cash and Bar, die große Hand verloren, wo er den Birkules nochmal ausgezahlt hat. Das hat sich jetzt natürlich hier einfach, schlägt sich nieder in den Stats, der ist jetzt im Minus deutlich. Ansonsten hat sich ja, glaube ich, nicht so viel getan. Ich gehe es mal ganz kurz durch, dass jeder angucken kann. Der Menkes nutzt das Ganze mal, um den Tisch Hallo zu sagen. Und wenn wir dann einmal durch sind mit den Stats, dann gucken wir das nochmal ganz kurz an. Und gucken das nochmal ganz kurz an. Und dann gehen wir dann. Nochmal den Gruß bitte. Ja, Mannheimer ERC. Nochmal den Gruß bitte. So, weiter geht's. Jawohl, bereit. Das ist ja nicht so einfach. Sonst hat er ja immer noch Urlaub und andere. Doch, das hat ja mehrere Punkte, oder? Leitstelle von Nico. Ja, es rentiert. Also, ich finde, das rentiert sich mittlerweile auch nochmal. Also, früher habe ich das halt auch gemacht. Gut, den Montag. Doch, den Montag nach Merlin. Ach so, den Montag nach Merlin. Aber sonst habe ich alles. So ein Fahrstag dieses Jahr habe ich jetzt, weil ich es mittlerweile auch in der Stadt ganz geil finde, im Schlappen zum Beispiel. Und das ist ja für mich ja gerade ums Eck, deswegen mittlerweile muss ich echt sagen, dass ich in der Stadt ein bisschen geiler finde. Wie gesagt, ich ist so traditionell. Die Ass ist jetzt alle aufs Dach kurz. Also klar, bei dem Umzug. Genau. Bei dem Umzug an sich. Jetzt Achtung. Das sind natürlich. Achtung. Morgen hier ist Kevin, ich bin überfordert. So viele
sagen will, so wenig Zeit, ein Struggle. Du kennst es ja. Ein Struggle. Das hätte jetzt auch so ein Ausschnitt aus Juli oder Kevin, so sein können. Kevin, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Schön. Hm? Ja, traumhaft. Jetzt wird es noch philosophisch. Soll ich dann noch mal dealen, oder was? Ach so, ey, ich bin zu schnell. Ich weiß nicht. So kam es gerade vor, ja. Warten wir noch kurz labern, oder? Aber dann braucht er was zum Labern. Der ist schon noch, immer noch an Jacks gegen Jacks. Wahrscheinlich. So, also 1,75 hier, oder? Analysieren. Seppel. Also Seppel ist ein Call. Achtung. Call. Achtung. Nein. Guido, ich kann zwar beides besser, aber mich gibt es nur einmal. Dumme Schwätzer. Das ist halt immer das Problem mit diesen, wie nennt man das? Einzelmeinungen, glaube ich. So, jetzt gucken wir erstmal hier. 4 Spieler. So, genau, also kümmern wir uns mal wieder ums Pokern. Ich habe jetzt hier auch einen Gast. Den, Moment, wie war das? Ein Fischi. Hier mal kurz eine quarzt. Fischi, erzähl mal ganz kurz. Bei dir geht ja gerade nicht so viel. Also wirklich, du bewegst dich hier um den Nullpunkt. Ich habe gerade behauptet, der Patient ist tot. Letzte Zuckung, bevor er abnippelt. Wann hast du vor, heute wieder ins Geschehen einzugreifen? Guck, ich hab dir kurz mal das Mikro hier freigeschaltet. Darfst du ja gerade mal kurz sagen, wann du hier wieder eingreifen willst bei uns ins Geschehen. Sagst du mir in der nächsten Hand, okay. Gut. Alles klar? Ja, das war's. Kurzes Interview geführt. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Open Ender und wir haben Trips. Sebel hat Trips. Hat ja gesetzt am River. Kleine Bett, ein Drittel Pot Size. Koni hat jetzt nur Junge hoch, hat seinen Open Ender nicht angekommen. Ist natürlich jetzt an der Stelle ja, ein bisschen wenig, um uns da nochmal zu callen. Aber Raisen wird halt auch schwierig. Von dem her. Er will aber mit Jürgen hoch callen, sagt er. Bin mal gespannt. Nee, macht er nicht. Das war's. Das war's. Den Namen habe ich noch nie gehört. Der Musiala nicht. Ah, Hammer. Ne, oder? Der Musiala hat vorgelegt. So, also mein Gruß am Tisch ist irgendwie versiedet. Kam jetzt nicht so gut an. Na gut, kann man nichts machen, ne? Also. Ich schieb's jetzt einfach mal drauf, dass sie es nicht gehört haben. Gut, nächste Hand. Neue Hand, neues Glück. Seppel straddled. Koni under the gun limp. Birkules. Junge 9 suited. Wird hier kleine Race sogar auspacken. Okay, Cash and Buff foldet. Fischi, Junge 2 off. Wird er wahrscheinlich folden. Macht er auch. Pfeifenwix, 8, 8er. Geht er raus. Nico. Hat das irgendwie eine andere Hand? Oh, das muss ich schnell korrigieren. Ja, mittlerweile die Bauer. 1,25. Nico Hand. Sorry, weil über deinen Scanner drüber gemacht. Toll, Pfeifenwix. Jetzt sind zwei Grüne. Sag mal, was du
Und dann hast du die Karten gekriegt. Sind doch da hingeschmissen. Das hat gescannt auf jeden Fall. Oh. Ja, das heißt jetzt was? Das ist Skandal. Video ist heiß. Wenn du drüber gehst, sind sie drin. Ja, es ist ein. Also ich bin ja, ich bin ja gut mittlerweile im. Ich hab's erklärt. Jetzt nur mal kurz nochmal. Nix von der Straddle Power 1,25 haben noch die. Ja, das ist klar. Ich glaube, das ist so. Ja, meine Karte haben sich jetzt positiv verändert. Wo ich es mehrfach mal. Oder wenn du halt noch ein paar Mal drüber bist. Ja, aber das. Ja, jetzt war es auch mal klar. So. Nico hat jetzt auch Grace tatsächlich mit seinen Assen und der Birk hat gecallt. Junge 9 performt Postflop natürlich ganz gut. Außer natürlich auf 5, 6, 7. Da halt nicht. Ich bin gespannt, was er da alles faselt. Ein paar labert. Pramarun schreibt, du willst ja nur Aufmerksamkeit. Ja. 3,50. Sieht man mich gut? Ist wichtig. Moment. Ja, Pokerspiel ist ja nicht so wichtig, ne? Ich bin wichtig. Ja. Oh, was? Nein, natürlich nicht. Also hier ist natürlich Pokern wichtig. Und was habe ich hier? Was ist denn jetzt passiert? Nico hat Konti-Bett gemacht und Birk ist einfach furchtlos mitgegangen. Mit dem Gutshot. Okay. Bettet 8. Ja, das ist jetzt zu viel für einen Birk. Foldet hier. Der Birk hat hier sichtlich Oberwasser. Nachdem er die paar Pöte gewonnen hat, sonst würde er hier nicht mit dem Gutshot, mit dem einfachen Gutshot jetzt hier callen. Das ist schon ein sehr, sehr gewagter Call. Gut. Wir gucken uns derweil einmal den Nico an, glaube ich. Das ist hier Seed 4. Und sehen Nico Mack. Der einzige Online-Pro. Online sehr, sehr erfolgreicher Spieler, macht extrem starke Calls, macht auch extrem starke Plays, weiß relativ gut immer, wo er dran ist. Und ja, das zeigt er dann ein ums andere Mal bei uns. Hat nicht umsonst letztes Jahr, glaube ich, auch irgendwie einen Award gewonnen für bester Call der Season oder sowas in die Richtung, wenn ich es richtig weiß noch. Also tatsächlich hier wirklich eine Bereicherung für unseren Stream, was Fähigkeiten angeht. Das Weizen läuft aber gut. Ist gleich leer. Hol ich mal einfach noch eins. Also aber die Trikots generell nächstes Jahr finde ich ein bisschen strange. Ich finde sie überragend. Die Weißen sind zu echt. Ich finde die jetzt nicht so geil. Das Pinke finde ich jetzt auch nicht so geil. Ja, aber über das Pinke kann man diskutieren. Aber das ist doch geil, oder? Also finde ich. Das ist halt so richtig Retro von früher so ein bisschen. Also wissen? Voll Retro. Was geht's auch gerade ums Trikot? Wir hatten das ja schon im Chat. Oh, Christ, drei Spieler. Auf dieses Knöpfdings da gestanden haben, müssen wir sagen, welches mit den Schnüren? Ah, mit den Schnüren, das ist ja noch geiler. Es gibt da welche mit so Knöpfen. Das ist so Knopf zum Aufmachen. Wie früher in der guten Show. Sag mal, ja, genau. Druckknopf. Sehr gerne, unser Gacha. Wie steht's denn, Bramaroon? Du meinst du Deutschland gegen Frankreich? Ich glaube, steht 3-0 für Deutschland, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Die zwei da rechts, außen und links, das sind ja bockstark. War ein Tor? Wenn er Dembele da halt mit. So, wir haben jetzt hier Cash and Bar. Pikel ist schon wieder in der Hand, ne? Aber diesmal callt er nicht. Hat den Flop, glaube ich, noch gecallt. Den Turn aber dann nicht mehr. Die beiden spielen nach und tatsächlich hätte Birk jetzt auch den River noch getroffen. So läuft es halt manchmal.
gut. Kurz hier durchscrollen. Ja, okay, alles klar. Gut, gucken wir uns mal Spieler 6 an. Der Sebel. Auch tatsächlich, obwohl er sehr, sehr jung ist, war er trotzdem damals dabei, schon immer. OG, Friday Night. Damals, glaube ich, noch, weiß nicht, ob er überhaupt 18 war. Total krass. Also sehr, sehr junger Seicher damals gewesen. Ist ja heute immer noch, für mich immer noch 18. Klarer Actionspieler, scheut hier nicht mal zu racen, groß zu setzen und so. Auch ein sehr beliebter Move ist bei ihm zu checkraisen. Tatsächlich, also ganz verschmitzt am Tisch. Hand Nummer 39. Wir haben Doppelstraddle, Cash and Bar. Hat hier doppelstraddelt. Hier Nico Mark tatsächlich jetzt auch mit einem seiner Raises, wo er mal versucht, einen Play auszupacken. 9-4 suited. Koni called hier mit König 7 suited und ja, Cash and Bar mit 5-7 suited im Doppelstraddle. Ist natürlich hier auch ein klarer Call. Flop bringt. Ja, jetzt fast gesagt für jeden irgendwas, aber für Nico nicht wirklich viel. Für Nico allerdings ein ganz gutes Board, um einfach eine Konti auszubacken. Auszupacken, nicht backen. Mit Ass 8, 7 natürlich etwas, was jetzt nicht so getroffen werden muss. Und von dem her hat er eine Konti-Bet ausgepackt, kriegt gleich zwei Calls. Natürlich jetzt eigentlich für ihn schon Alarmzeichen, dass hier mindestens einer auch irgendwas hat. Und der Turn bringt einen Jungen. Kuni checkt. Carlos checkt. Und Nico checkt jetzt auch behind. Er hat jetzt einen Gutshot aufgegabelt zur Straße mit der 10. Und mit der 7 kommt jetzt für den Kuni hier Trips an. Das wird er wahrscheinlich dann auch dementsprechend setzen. Wobei ich gerade sehe, dass natürlich Cash and Bar auch Trips 7er hat jetzt. Ui. Kuni checkt tatsächlich auch nur. Das ist natürlich ein richtig guter Check jetzt an der Stelle. Und Carlos. Was er gern macht, wenn er dann hinten raus noch irgendwie was Starkes trifft, dass er dann einfach ein Overbet macht. Und Koni hat natürlich hier einen ganz klaren Call. Wird tatsächlich auch die Hand gewinnen, weil der König kickt. Tja, damit hat Carlos jetzt wenig gerechnet. Nice Hand auf jeden Fall. Und ja, schon Carlos. Carlos. So ist halt. Zwei, dass wir im Rumkorn sind. Einer war klar. Aber weißt du, aber am Ende kommt halt dann trotzdem wieder so eine fucking Seven. Ne? Wenn ich jetzt so eine Mittelperle gehabt hätte oder sowas und die dann nochmal und dann all in. Oh, so habe ich 7 getroffen. Du bist so was. Zweimal. Ja, gut, jetzt ich habe die gerade voll aus. So. Brahma Rune schreibt, nicht schlecht, seit wann können wir wieder kicken? Ja, deutsche Nationalmannschaft. Erstens ist es ja nur ein Testspiel, da läuft jetzt nicht alles auf Hochtouren, denke ich mal. Sollte man es nicht überbewerten. Mal gucken, was die Medien morgen schreiben. Aber natürlich sollte irgendwann schon mal eine Aufbruchstimmung kommen. Wenn man jetzt auch mal ein paar Veränderungen im Kader zulässt, und wirklich mal auf Qualität einfach guckt, statt einfach nur auf Marktwert, dann kann das was werden dieses Jahr noch. Ich muss dazugeben, tatsächlich sind eigentlich alle Spieler, die ich jetzt so auf dem Radar hatte, bis auf Anton Stach, der jetzt aber dieses Jahr auch, glaube ich, keine so gute Saison hat bisher, wenn ich es richtig weiß, alle Spieler, die ich in der Nationalmannschaft gerne gesehen hätte, auch wirklich aufgerufen worden. Von dem her, wenn sie mit der Mannschaft nichts reißen, dann darf man gerne sagen, dass ich es vorhalten soll, zukünftig, was sowas angeht. Jetzt steht es hier auch auf Twitch bzw. auf YouTube, von dem her. Ja, merkt es euch. Trainer kriegt gelb, auf jeden Fall. Was ist das? Wer war das? Habe ich gerade gesehen im Hintergrund. Nagelsmann, oder? Hat gelb bekommen. Für Meckern.
Gut. Birkules, fasst dich ein Herz. Und auf König 9, versucht das hier. Ass hoch. Kleine Bett. Pfeifenwix. Unbeirrt. Hat einen Gutshot. Mit dem Jungen wird er hier noch die Straße machen. Called hier. Das heißt, wir sind heads up. Und ja, wie es das Schicksal dann so will, kommt jetzt hier der Junge tatsächlich am Turn. Birkules bleibt auf dem Gaspedal, 2,75. Und Pfeifenwix hat es natürlich jetzt. Wie presse ich jetzt da mehr raus? $6,50 ist die Bet. Das wird sehr schwierig, kann ich mal vorwegnehmen, da nochmal mehr rauszupressen. Vielleicht wäre es am ehesten in der Konstellation jetzt halt nur der Call gewesen. So hat Birkules natürlich nur Ass hoch und die Hand ist dann doch schneller vorbei, als man gucken kann. Ja, so ist manchmal. Hammer dafür wieder Zeit, uns einen Spieler etwas näher anzugucken. Und ich glaube, das können wir heute mal machen. Jetzt gerade mal machen mit dem Birk. Birkules. Lucy Goosey. Ja, eigentlich müsste da nichts anderes mehr stehen, außer Lucy Goosey. Der Spieler ist. Ja, Luz als der Inbegriff von Luz würde ich jetzt fast nicht sagen. Das wäre jetzt fast wieder zu übertrieben. Da kann man noch losere Spieler, aber der möchte schon herkommen, um dann auch Hände zu sehen und zu spielen. Re-raced sehr gerne. Ja, merkt man. Das kann man, stellt man sich jetzt nicht so vor, aber der hat mal loser Raises drauf. Und ist natürlich absolut nicht bluffable. Also denn, wer da versucht zu bluffen, kann es einfach auch gleich vergessen. Fresse aus, Spiel an. Straddle dieses Mal vom Fischi. Der wird halt auch nicht belohnt mit der Hand. Ne? Also jetzt 8,5 im Straddle. Koni hat hier, glaube ich, die einzig spielbare Hand mit König Junge. Erhöht 3x. Kleiner Raise. Ist allerdings auch Button. Muss er jetzt nicht unbedingt so groß raisen. Kriegt zwei Calls, Carlos called und ja, mit 9,5 auf. Okay. Der ist im Revenge-Mode. Revenge-Mode. So, jetzt hab ich's. Revenge-Mode. Wird allerdings nicht belohnt. Koni floppt auch die beste Hand, hat die anderen jetzt quasi Drawing Dead. Also da kann nicht mehr so viel passieren. Running 8s, Running 5s, Running 9s. Also die hat noch verliert. Setzt hier 1,50 und ja, nimmt die Hand einfach mit. Darf man auch mal machen. Einfach setzen. Immer wieder ist es so. Setzen, setzen. Gut. Hat er noch nicht. Wir haben den Spieler noch nicht vorgestellt. Koni. Koni. Seed 7. Auch OG Friday Night. Ich glaube damals auch irgendwie Anfang 20 oder irgendwie 18, 19 gewesen. Auch krass. Spielt gern große Pötte. Ganz nach dem Motto unterwegs, hitte mösch. Ne? Und wenn du nicht hittest, kannst du nicht gewinnen. Das ist einfach. So. Hand Nummer 42. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Hände es heute werden, deswegen halte ich mich jetzt einfach mal zurück. Mit einer Prognose, meine ich jetzt. Pfeifenwix hat mal eine Hand gefunden, die er gerne raised. Das ist ein D9er. Nico mit 7-2 entscheidet sich jetzt hier nur
zu callen. Will also quasi Postflup den Pfeiften Wix das Leben schwer machen. Kriegt dadurch natürlich allerdings mehr Konkurrenz, indem in Form von Birkules und Fischi. So sind wir dann zu viert am Flop tatsächlich. Und der Flop bringt König, Dame, Junge, what a board. What a board für Birkules, der hier ein Top-Pair trifft und gleichzeitig auch noch ein Open-Ender. Und ich weiß jetzt nicht, Nico macht zwar gerne mal gute Plays und so, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich out, also wirklich off das Play, weil fast sinnlos, auf dem Board jetzt dann noch irgendwie was versuchen zu wollen, irgendwie was, was zu kriegen. Birkules bestraft es dann auch direkt. Und Fair Play, der Nico zeigt jetzt auch seine 7-2, zeigt hier, hey, ich hab's versucht, aber ich hab's leider nicht gewonnen. Gut. Okay, dann Stats und Dealer Change, Kevin. Wieso Dealer Change? Stats. Birkules hat ein bisschen abgegeben. Nico Mark ist ein bisschen zurückgekommen. Pfeifenwix jetzt deutlich in der Gewinnzone. Also hat jetzt hier wirklich einen großen, großen Move nach oben gemacht. Koni hat sich zurückgekämpft tatsächlich. Ne? Da war ja mal zwei Lagen im Minus, dazu schon noch plus minus null. Fischi, da geht einfach gar nichts, wieder hoch, wieder runter, noch runter, irgendwie gar nichts. Seppel, ein bisschen nach oben gekämpft und ja, Cash and Bar kennt leider nur noch eine Richtung, da geht's runter. Ganz kurz durchgeklickt, die VP-Stats, wo Birkules die 70 durchbrochen hat und Pfeifenwix weiterhin bei 24 steht. PFR, Fische mit 4,4, Pfeifenwix 6,4, dann doch ordentlich wenig. Jetzt kommt jetzt auch gerade der Holgi, da können wir jetzt gerade mal noch das Wort zum Sonntag sagen. Winrate, Birkules und Nico Mack ganz vorne. Fischi trifft weiterhin einfach keine Hand. Ich hab gesagt, ich weiß nicht, wie lange wir spielen, aber ich habe drei Orbits gegeben. Ja. Nee, einfach nur 6 Orbits. Krieg ich doch noch. Also, wurde gerade besprochen, der Holger hat hier ein Machtwort gesprochen, es werden noch zwei Orbits gespielt und dann gibt es den großen Knall, das große Finale, den großen Bums, den, was soll ich jetzt sagen, das Staffelfinale, nee, Episodenfinale, genau. Ja. Ein Straddle haben wir in der Hand, Nico Mack, Straddle, Koni limpt mit 2-3 off. Birkules hat natürlich wieder eine Hand, die er raisen kann. Macht er dann auch direkt. Junge 10 off. Kriegt von Revenge Carlos. Revenge Carlos. Ach, keine Ahnung. Ich muss das mal nochmal üben. Kriegt dann natürlich einen Call und auch der Koni callt. Und Koni der direkt belohnt für seine 2-3 off und kriegt hier Trips. Jetzt bin ich gespannt, wie die Hand weitergeht. Koni checkt, Birkules setzt, Carlos geht raus und Koni called. Cold Call. Wahrscheinlich die beste Wahl. Der Birk ist bekannt, dass er da einfach auch vielleicht einen 2-Barrel, 3-Barrel Bluff spielt. Macht er jetzt tatsächlich mal nicht. Er checkt behind. Guter Check behind. Und leider hat Schade.
zu Konis Missgunst hat der Birkules hier am River nichts mehr aufgegabelt, was er dann noch bereit ist, weiterzuspielen. Und so geht es dann am River leider Bad Fold aus Sicht von Koni. Gut für den Birk, dass er nichts mehr getroffen hat. Mal dem Meister bei der Arbeit zu. Ich glaube, der Carlos hat hier gerade nochmal ein Add-on gemacht. Der will es nochmal wissen, in den letzten zwei Orbits. Ich habe nachgeladen. Wie viel genau? 30. Ja, sagt das auch nochmal 30. Also 3 Stacks hat er nochmal nachgeladen. Will hier mitspielen, will hier mitspielen können mit den großen Jungs. Der Hand vielleicht jetzt schon. Seppel, Straddle, Cody, Limp, Birkules, Limp, Cashenbar, Fold. So wird's nix. Fischi, Call, Reifenwix, Call. Call Quappen, ne? Nico Mack. Auch Limp. Seppel. Jawohl. Six-handed. Wir gucken uns an, was kommt. Die Callkarten. Acht, vier, König. Fischi trifft hier die beste Hand tatsächlich. Wird auch bis zu ihm gecheckt, er sitzt am Button, gute Position jetzt hier, um auch dann eine Bet auszupacken. Und ja, Nico wird vielleicht callen und der Rest wird wahrscheinlich dann einfach folden. Also, Heads up. Es kommt die 3, es kommt tatsächlich die 3. Nico Mack macht 2-Pair-Turn. Oh, Fischi riecht es irgendwie, dass der irgendwas faul ist. Er checkt behind. Und mit dem König. Counterfit. Counterfit jetzt für Nikos 2-Pair. Belegt jetzt, glaube ich, trotzdem, aber bettet. Macht er nicht. Checkt einfach nur. So, und Fischi überlegt, hat er jetzt da noch Value-Bet oder nicht? Wenn ja, was schlägt er? Und er entscheidet sich dazu, dass er wahrscheinlich nicht von der schlechteren Hand gecallt wird. Und checkt tatsächlich einfach nochmal behind. Ja, finde ich gut an der Stelle. Er schlägt ja nur schlechtere Achter. Also, schlägt ja nur schlechtere Achter. Oder eben sowas wie 3, 4 oder 7er oder sowas in die Richtung. Kriegt er da nochmal eine Value Bet? Keine Ahnung, 75 vielleicht oder 50. Weiß ich nicht, irgendwie sowas mit Dreh rum. Die kriegt er vielleicht sogar noch von 4-3. Von dem her wäre eine Möglichkeit gewesen, aber Check Behind auf jeden Fall auch eine sehr gute Wahl gewesen. Ich bin unkonzentriert. Mir fehlt ein schwarzes Heißgetränk. Aber das würde ich auch nehmen. Ich auch. Kein Kaffeesponsor. Oh, wenn wir mal irgendwann einen Saftschubser haben, dann. Ja, aber dann dürfen wir ja nochmal spielen, was die Uhr dann. Kein einziger mehr hier. Achtung, ich kann kein heißes Schwarzgetränk. Ich weiß nicht mal, wie man hier was so heiß macht. Der Einsatz zählt, Kevin. Supi! Ah, da, Supi. 2,50. So, was haben wir hier? Dreifach Straddle bis zum Cash in Bar. Und 5x hat seine erste richtige Hand. Erhöht hier 2,5x, zweieinhalbfach. Einfach zu klein, 5x, wenn du das hörst und liest.
nicht liest, aber hörst, dann kann man da auch locker 3 irgendwas machen. Ne? Kriegst hier einen Sebel als Caller und einen Cashenbar kriegst du auch noch als Caller. In beide eine ganz gute Hand. Und Sebel hat hier tatsächlich auch echt, also beide haben tatsächlich auch einen Open Ender. Der Sebel hat sogar noch ein paar dazu. Und der Carlos hat einen Backdoor Flush Draw. Die Hand wird interessant. Wie will Carlos jetzt die Hand spielen? Er callt erstmal. Und Pfeifenwegs callt auch. Sehen diesen Turn. Der Turn ist das Ass. Natürlich eine extrem gute Karte jetzt für den Carlos. Der zu seinem Open Ender jetzt noch Top her macht. Pfeifenwix. Für den ist die Karte jetzt eigentlich die Todeskarte gewesen. Bin mal gespannt, wie die Hand sich weiterentwickelt. Seppel bettet. Sehr klein. Äußerst klein. Carlos all in. Ja, Pfeifenwix Instafold. Gut gespielt. Und Seppel hat eine Überlegung. Sein Paar, was er gehabt hat, ist natürlich jetzt nichts mehr wert. Falsch. Da ist immer die 2. Oh, X macht den Call. Er macht den Call. Sieh die schlechte Nachricht, dass er wirklich nur noch nur zum Splitpot draht. Nur zum Splitpot. Nein. Und, ja okay, die 7 hilft ihm natürlich noch. Total. Wollen es zweimal spielen, wenn es nach dem Carlos geht. Zweimal? Zweimal wird gedealt, ja. Macht der den Call? Boah! Oh. Und Pfeifenwix hätte das ganze Ding gewonnen. Scheiße. Oh, Pfeifenwix, aber lass dich nicht vom Ergebnis beirren. War ein sehr guter Fold an der Stelle. Und der ganze Stapel geht rüber zum Cash and Bar. Ja, alles falsch gemacht. Nachladen. Tja. Das ist eine gute Karte. Ja. Schade. Alles falsch gemacht. Schade für Pfeifenwix. Schade auch für Seppel, der jetzt die Hand hier verloren hat. Der Turn war halt wirklich Chin-Card für Carlos, für den Cashen Bar. Kann man nicht anders sagen, hat er mal wieder Glück gehabt. Aber Pfeifenwix, wenn du das hörst, hader nicht mit dir, war tatsächlich an der Stelle halt einfach ein sehr, sehr guter Fold und der korrekte Fold. Hast gemerkt, dass das Ass dann, spätestens das Ass dann auch die Karte war, die dir ein bisschen das Genick gebrochen hat. Und dass der River dann der König ist und du das ganze Ding gewonnen hättest. Hättest du noch das ganze, die ganze Kohle bekommen, weiß ich nicht. Hättest du wahrscheinlich schon das All-In jetzt callen müssen vom Carlos. Und da wärst du halt einfach weit hin gewesen. Guck dir die Prozente an. War alles gut so. Kevin war okay als wieder. Kevin war echt okay als wieder. Zum Glück habe ich jetzt gerade nichts gesagt. Das hat man jetzt richtig lang und breit auf der Tonspur. Die Hand startet mit einem Straddle von Birk. Carlos foldet. Fischi. Jetzt entscheidet er sich mal, Ass-Junge zu raisen. Interessant. Hat er ja vorhin nur gecallt, gelimpt.
und hat jetzt mal einen Race gefunden. Kuni wird mit Suited King auf jeden Fall nicht folden, sondern callen. Und für Bier gibt es eigentlich keine Hand, die jetzt da folden kann, folden will. Der geht einfach mal mit. Zu dritt gehen wir an Flop und sehen. 3, 10, 4. Oh, total Rainbow, total nix. Aber der Fold war ja. Wenn Fischi hier eine Conti-Bet findet, wird er den Pot einfach wehrlos mitnehmen können. Ja, es war nur. Deshalb Bimi habe ich auch gefoldert, aber ich habe dann gedacht, wo er ist. Macht er nicht. Check behind, interessant. Hat jetzt hier dem Koni die Möglichkeit gegeben, zum König zu kommen. Und jetzt entscheidet sich der Fischi, eine Conti-Bet zu machen. Late Conti-Bet. Kann ich verstehen, wenn da die 30 Pair zum Beispiel oder die 4. Jetzt mit dem König. Schwierig. Kriegt auch den Call von Koni. River verändert nichts mehr. Und River hat der Kuni jetzt halt eine klare Value-Bet verpasst. Es geht check, check und Kuni gewinnt den Pot. König gewinnt. Genauso schön ist All-In mit Nick. Ja, eben, deswegen war ich gerade zu verleiht. Gut, gibt schlimmere Spieler. Ja. Da kann Kuni glänzen in der Hand. Und für den Fischi mal wieder einfach nur leider nichts gewesen. Gut, nächste Hand, Hand 47. Der Holger dealt hier wie ein Uhrwerk. Man sieht aber schon leichte Ermüdungserscheinung. Die Deal-Hand, die schlittert nur so über den Tisch. Die Hand davor. Sebo, servus. Sebo. Gute Besserung. Schade, dass du nicht da bist. Riesen-Action am Tisch, Sebo. Riesen-Action. Ja, servus, dein Sebo. Sebo, für dich. Servus, Sebo, an der Stelle. Du merkst, du wirst sichtlich vermisst. Sebo, für die anderen, ist der Spieler, der heute leider ganz spontan absagen musste, zum Leidtragen der gesamten Runde. Er grüßt hier gerade den Tisch. Und ja, der Nico hat es gleich mal zum Anlass genommen. Ich habe das damals am Anlass genommen, hier die Hand auch zu raisen. Ich glaube, das hätte er aber auch ohne das Zutun vom, vom Sebo gemacht. Und Koni hat einfach das gecallt und Birkules hat jetzt mit 6 an tatsächlich eine 3-Bet, eine 4-Bet gefunden. Das ist ja der Wahnsinn. Nico callt und Koni foldet. Ja, also bis jetzt ordentliche Action. Die Stack-Sizes zeigen es. Die Plus-Minus-Statistik zeigt es aktuell nicht ganz, wie groß die Action war, weil es irgendwie dann doch relativ ausgeglichen war. Gucken wir mal, was in der Hand geht. Wir sehen 14-7. Und Birkules bleibt auf dem Gaspedal. Kleiner als die Flop-Raise-Size jetzt an der Stelle. 3,50 vom Birk. Und Nico, wenn der Gegner jetzt halt keine Queens, Kings, Aces hat, dann hat er jetzt immer relativ viele Outs. Und callt hier einfach. Der Birkules hat allerdings seine Hand jetzt nochmal verbessert. Kriegt oben Ender am Turn. Setzt auch nochmal. 50 wieder kontrolliert und Nico geht all in. Was ist denn jetzt los? Sebo, ich glaube, das ist wirklich nur für dich. Ich
Boah. Cold. Die Bier Cold ist einfach völlig. Nico kann es selber nicht glauben. Zwei relativ große Stacks, das könnte der größte Pot des Abends sein. Ja, was habe ich vorhin gesagt, der Birk ist nicht bluffbar und das zeigt er hier mal wieder ein bis andere Mal. Cold ist einfach völlig schmerzbefreit. Sie spielen es zweimal. Der erste Turn, der erste River bringt. Hallo, der erste River bringt keine Veränderung. Der zweite River ist ein Ass. Ah, wird der große Pot wird gesplittet. Ah, das ist natürlich jetzt schade für ein Birk. Jetzt hat er so einen guten Call ausgepackt mit den Sechsern und kann am Ende doch nur splitten. Tja, so ist, so läuft's. Bis dahin nämlich auch. Und ich fand es so stark, war schon stark, mit das so war. Der Holger hat ja so eine linke Ader. Ich glaube, die hat er auch als Dealer, der will das einfach aus, so dass dann quasi keiner jetzt irgendwie Schmerzen haben muss. Der versucht jetzt, glaube ich, bis zum Ende von dem Stream noch dahin zu kommen, dass alle einfach das wieder mitnehmen, was sie am Anfang eingebracht haben. Da sind wir auf einem ganz guten Weg dahin. Jetzt müsste noch der Birkules und der Seppel mal noch ein Pott zusammenspielen und dann haben wir das eigentlich auch schon wieder. Dann können wir alle uns die Hand reichen und Ringeltanz spielen und wieder nach Hause gehen. Obolus bezahlt? Ah ja, okay. Mal das Weizen dabei. So, was können wir uns denn angucken? Stats vom Birkules. Gucken wir uns mal ganz kurz an. 29,95 im Plus. 75% VPIP mittlerweile. Also der spielt mittlerweile noch einfach jede Hand. Raisen hat er ein bisschen sein lassen. Raised ungefähr so viel, wie er davor auch schon gespielt hat. Geraced hat, meine ich. Und da kommt jetzt nicht mehr so viel zusammen. Richtig, Menges. Früher hieß es, verreckt wird am Tisch. Also die Oldschool-Zeiten, wo man einfach gesagt hat, hey, ja, es gibt halt zweimal Spielen, sowas gibt es nicht. Ja, das wurde dann irgendwann mal später mal eingeführt. Von irgendwelchen, was weiß ich, TV-Shows oder sonst irgendwas. Ich meine, da geht es halt auch um Summen. Das ist halt, bei uns ist das ja ein Witz, ne? Also, Leute, ne? Da kann ich ja verstehen, dass man vielleicht zweimal spielt, aber bei uns doch nicht. Einfach verreckt wird am Tisch. Was war das? Genau. Was war jetzt das? Noch Neues, oder? Und Es gibt ja mittlerweile Formate, also auch das Hustler Casino Live. Großes amerikanisches Format, die uns das so ein bisschen nachmachen mit dem Stream hier. Bei denen gibt es ja auch diesen Max Payne Monday, glaube ich, heißt der bei denen. Also, und das können wir eigentlich bei uns auch mal einführen, so ein Max Payne Tag, wo man einfach nur einmal spielen darf. Ne? Also dieses zweimal gegamble. Was soll das, ja? Zwei Spieler heizt's ab. Gut, zwei haben sich gefunden. Ich sehe, Fischi hat auch mal wieder eine gute Hand gekriegt. Zehner, ich glaube, das war seine beste Starterhand bis jetzt. Er hat auch nochmal eine 4-Bet ausgepackt und Birkules mit den Dreiern callt das. Ich glaube, das ist etwas, was der Fischi nicht unbedingt wollte, weil jetzt mit König 8-2 hat er natürlich jetzt auch einen Flop, der nicht optimal ist, aber auch nicht schlecht. Eine High Card, auf jeden Fall eine Conti-Bet. Und Pfeifenwix zeigt hier mal sein perfektes Weizen. Also, ich habe vorhin auch schon ganz gut eingeschenkt, aber Pfeifenwix, Hut ab. Das ist schon, das zeugt von. Verschwindet es, wenn es Bier drin ist? Oder? Das zeugt von viel Erfahrung, was du hier geschafft hast. Das sieht perfekt aus. Sehr lecker. Würde ich mir auch nicht ein Euro? Löst der sich jetzt auf, oder was?
Fischi Coltibet, Bier gefoldet, easy pot. Nice hand, Fischi. So. So spielt man Poker. Okay. Das kann ich nur nicht. Guckst du im Internet? Ne, was hast du jetzt? So, hast du nicht teilen. Ja. Was hast du? Noch ein Auto. Ja. Muss ich schon ein bisschen beide aufpassen. Karten waren höher. Beide Karten waren höher. So, wir haben gleich nochmal eine Stats-Pause. Ich versuche das mal etwas schneller umzusetzen. Und jetzt haben wir noch eine Hand anzugucken. Wir sehen, Reifenwix eröffnet und hat mal wieder eine gute Starthand. Zwei Jungen. Nico Mack hat leider einen dritten Jungen. Das heißt, Set zu kriegen ist da nochmal ein bisschen schwieriger. Falls es gebraucht wird. Das müssen wir uns vielleicht mal merken an der Stelle. Koni called, Birkulis called, Cashin Bar called, Fischi, mittleres Ass, Judith. Mal gucken, bis jetzt hat er die mittleren Asse alle gecallt. Ah, da macht er jetzt an der Stelle auch. Fünf Spieler. Oh, der letzte Junge kommt dann doch noch für einen Pfeifenmix. Nice, er floppt hier Set. Allerdings auf einem Board, was jetzt ja, leider ihm nicht so viel Action reinbringen wird. Da hat doch jetzt irgendwie keiner was getroffen groß. Er setzt auf jeden Fall, macht eine Kontibet 1,80. Fast Pot. Ne, halber Pot, sorry. Und kriegt da relativ schnelle Folds, außer vom Fischi. Der hat einen Vector Flush Draw und auch einen Gutshot. Immerhin noch 18%. Die 6 ändert nichts. Und Fold. So. Das war's. Pfeifenwix gewinnt die Hand. Ich gehe in den Stats-Modus, können wir uns gleich angucken. Gut, Stats, Birkulis immer noch ganz, ganz vorne. Nico Mark ist jetzt wieder im Plus. Kuni hat es ins Plus geschafft tatsächlich, nachdem er ja zwei, drei Stacks hinten war. Fischi hat es tatsächlich jetzt auch ins Plus geschafft. Minimal, aber wie gesagt, null. Pfeifenwix auch um die Nullgrenze, auch da geht nicht viel. Cash in Bar hat es auch da fast ins, ja, ein Stack minus, das hat er fast schon wieder ausgeglichen. Seppel, drei Stacks sind mittlerweile minus, da hat vorhin die Hand gegen Cash in Bar leider nicht geholfen. Da besucht mich, okay, ich habe ein bisschen Zeit für die Stats diesmal, dann können wir uns das auch nochmal genauer angucken. Birkulis, wie gesagt, er spielt, glaube ich, jede Hand mittlerweile. 75,9% VPIP aktuell. Carlos im Revenge Mode, mittlerweile auch ordentlich VPIP auf der Uhr. Kuni ordentlich viel VPIP, Seppel viel VPIP, Nico Mack und Fischi sind mit 48 und 40 da fast schon tight und selbst Pfeifenwix hat mittlerweile 31% VPIP. Beim PFR sieht so aus, dass Birkulis, kommt der Fischi gerade und sieht seine gravierenden Stats. Ja. Birkulis ordentlich am Raisen, Preflop, Carlos ordentlich am Raisen, Preflop, Nico Mark, Kuni auch ordentlich am Raisen, Seppel und Pfeifenwix und vor allem auch Fischi finden da wenig Hände, die sie gerne raisen möchten, Preflop. Ist natürlich einerseits der großen Action geschuldet, die es grundsätzlich gibt. Auf der anderen Seite sind jetzt auch nicht die Granaten unterwegs gewesen. Ich glaube, da hält sich jetzt der Holger auch insgesamt aktuell noch ein bisschen zurück mit den guten Händen. Winrate, da sehen wir jetzt Nico Mack ganz, ganz weit oben. 34%, Birkulis 31%, Seppel bis Fischi irgendwie über 20 knapp, bis fast 30. Das sind alles Stats, die so abgenickt werden. Und damit können wir dann auch schon wieder zurück zum Game. Ich habe wie immer erst auf Kamera Cam-Switcher bevor ich Stats ausgemacht habe. Ja, es wird. Hab hier nochmal die Chance. Gut. Die Kamera bringt uns gerade nichts, wollte ich sagen. Wir haben kein Straddle. Fischi hat
Pocket Force im Big Blind, im Small Blind, der steht gerade hinter mir allerdings. Die Hand wird er verpassen. Wir haben aber auch ein paar andere gute Hände. Nico Mack im Straddle 7-8 Herz. Seppel 9-6 in Kreuz, auch suited. Coldes, Koni, Dame Junge suited. Raised, Hercules, Ass Junge suited. Raised nochmal. Cash in Bar hat jetzt die erste Hand, die nix ist. Der foldet einfach. Fishy, Tide im Small Blind foldet. Pfeifenwix, Junge 9 off, foldet. Jetzt mal gucken, was Nico Mack draus macht. Im Prinzip alles sehr, sehr deep. Könnte er locker auch callen. Hat er genug Möglichkeiten? Was? Macht er nicht? Okay, das seppelt dadurch auch raus und nur Koni callt. Also. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Wenn die 4 kommt, habe ich hinter mir, glaube ich, jemand, der heult. Kommt aber nicht. Stattdessen haben wir hier Top-Pair vom Birkules. Ass König 9 und Koni hat einfach einen Gutshot zum Straight Flush, zum Royal Flush gefloppt. Also hier, nur mal ganz kurz für die Zuschauer. Und Birkules, nachdem der Koni zu ihm checkt, bettet 3,50. Das war ungefähr Pot, glaube ich. Nee. Halber Pot. Koni callt ganz schnell. Koni checkt wieder. Birkules sitzt jetzt 4,40 auf die 7 am Turn. Die 4,40 sind dann eher klein. Das ist ein Drittel Pot. Koni callt das wieder nur. Er hat so viele Outs. Ne? Jetzt noch, er hat nur Queen High und hat 32%. Das ist natürlich schon immens. Aber zu viele Outs. Ne? Das typische Thema: zu viele Outs. Man will nicht zu viele Outs haben, weil da kommt nichts an. Und so ist dann jetzt auch in dem Fall. Kommt einfach nichts an. Und Birkules gewinnt einfach Riesenpot mit Ass Treffer. 220 Big Blinds. Fischi, good luck. Bist immerhin im Blues gerade. Ja. Gut, was kann ich euch denn zeigen? Ich kann euch mal das zeigen. Sieht doch gut aus, ja. Wie alle hier sitzen, nichts machen. Dann können wir uns... Fischi, OG Friday Night. Ist bekannt für seine Fischerflops. Wenn er mal dealt bei uns, wenn wir mal nicht im Stream spielen, dann sind so Fischerflops. So ein Thema bei ihm. Fischerflops heißt meistens so Gemüseflops. Also alle haben irgendwie Ass König und so auf der Hand und dann kommt irgendwie 2, 3, 8. Und dann passiert einfach gar nichts mehr bis zum River. Und was stand da auch noch? Lacker stand noch da. Ist halt einfach. Ja? Kann man so stehen lassen. Ich hole mir mal noch einen Weizen. Also kalt am Tisch. Ich sage, ich habe seitdem auch noch keine Miete. Einfach nur ein Call. Also gar nichts. Deswegen, ja, sag, ja. Der sagt halt, der sagt gerade irgendwie so Hammer. Komisch, als hättest du geraced, aber da war kein Wald dabei. Aber gesagt, das war ich wollte meinen grünen 20er Stab nicht angreifen. Der Beispiel weg war und dann ist er halt immer mal raus und dann. Ja. Ja. Ich laufe 10 Minuten in den Stadt rein. Ich habe Habsburger, hast 5 Friseure, 3 Bäckereien. Was geht? Dann Metzgerei, alles Mögliche. Oh, und Conny Wins. Ja, Edeka, alle schon geil. So, Endspurt. Letzter Orbit. So, jetzt strengen wir nochmal an und mischen. Exakt, was soll ich denn schön lila? Den gehört es eigentlich? Ja, danke. Das ist erstaunlich, wie konstant ich ziehe. Und der ehemalige. So, ich hab's geschafft. Weizen auch zur Perfektion eingeschenkt. Da gibt's auch gar nichts zu sagen. Das sieht doch einfach mal herrlich aus. Und das werde ich jetzt so abtrinken. Ja, das ist also mit Spiegel. Könnt ihr mich zugucken, ne? Bei mir gerade bei 11 Euro. Ne, nicht mal. 10 Euro. Ich kann schon locker 15, 16 mal lang. Brutal gute Temperatur. Nee, gut. Endspurt.
quasi. Ich glaube 15%. Aber das ist ja auch mal ein Problem, wenn du irgendwo was kaufen willst, renditemäßig, und du hast schon Leute drin, oder du denkst, Alkohol. Koni under the gun, 7-8 suited, erhöht die ganze Schoße. Birk hat mal eine Hand gefunden, die er foldet anscheinend. Ja, Cash and Bar aber nicht. Dreier. Fischi, 8-9 suited, call das mal. Pfeifenwix hat eine passable Hand, Nico hat eine passable Hand. Seppel nicht. Und so haben wir doch das einfach mal schön. 5 Leute am Tisch, ne? Und was sehen die 5 Leute? Die 5 Leute sehen. Wir sehen es nicht ganz. Ass, 5 Dame mit 2 Kreuz. Ein ziemlich guter Flop jetzt für Nico. Alarm durchgecheckt. Hier, kurze Schleichwerbung. Platzers. Hier, der Bobbes, wie sie das nennen. So ein Marzipan-Mürbteig-Teilchen. Insane. Einfach nur göttlich. Göttlich ist auch hier der Turn, der Nico jetzt noch einen Gutshot gibt. Dem Koni einen Open Ender gibt und dem Fischi einen Gutshot gibt und einen Flush-Draw gibt. Also jetzt haben wir hier auch wieder echt Outs gegeneinander. Da bin ich mal sehr gespannt, was uns jetzt hier der River bringt. Komm Holger, hau mal was Richtiges raus. Was ist das denn? Alter! Acht hoch. Was? Nee, oder? Ach, das ist nicht euer Ernst, oder? Oh mein Gott. Da fällt einem nichts mehr ein. Nein, du hast schon 9 hoch. Oh Gott. Ich hatte ihn. Ohne Worte. Ein starkes Poker. Ja. Du hast ja eigentlich gar keinen Showdown Value. Das ist schon eine absolute Frechheit. Gewinnst du das Ding trotzdem? Ja, oder nicht? Komm mal, was beschwert. Holger. Wirklich, du hattest alle Möglichkeiten, diese Hand zu was ganz Besonderem zu machen. Und das war halt absolut gar nichts. Also, ich entschuldige mich an der Stelle bei allen Zuschauern für das gerade Erlebte. Kannst du schon? Er könnte schon, ja. Also nochmal festhalten, am Dealer liegt es nicht, ne? So, hier haben wir Fischi Preflop erhöht gesehen. Also Fischi, nee, wie heißt es? Wir haben gesehen, wie Fischi Preflop erhöht, so würde ich sagen. Oh, scheiße. Corny hat es gecallt, Carlos hat es gecallt. Und wir sehen jetzt. Wir sehen jetzt, dass Fischi eine Conti-Bet auspackt, hat hier Top Pair. Mit einem guten Kicker. Corny hat auch einen guten Kicker, allerdings ein bisschen schlechter als der vom. Vom Fischi hat gecallt und Carlos packt jetzt den Check-Race aus, wenn ich es richtig weiß. Ja, ich glaube, es müsste ein Check-Race gewesen sein. Hat hier den Open-Ender.
Wenn ich es auf 8,50 ist natürlich jetzt auch eine saftige Bet. Da muss sich jetzt der Fischi eigentlich jetzt schon überlegen, will ich quasi für den ganzen Stack spielen? Weil, oder nicht? Ja, also ich meine, wenn er jetzt callt und dann kommt eine vermeintliche Blank, eine 6 zum Beispiel, was macht er dann? Ja? Okay. Und der Krone callt das auch. Was? Ein Bariton, wie der heißt. Mir gerade Bobbes im Hals stecken, du. Irgendwas aus Ungarn. Ungarn, Rumänien. Irgendwo da unten. Aber ja. Ganz weit unten. Crazy, also. Dass der Kohle jetzt das callt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist schon ambitioniert auf jeden Fall. Was gibt er denn Fischi? Okay, egal. Es wird so gespielt. Wir haben jetzt den Turn, das ist ein 5. Carlos paired ab. Könnte hinkommen. Und packt hier eine Bet aus. 20 glatt. Damit setzt er quasi die anderen zwei All-In. Tja, und Fischi, das ist genau die Blank, die ich gemeint habe. Also, du hast den Flop gecallt. Die reine Bet-Size sollte dich jetzt an der Stelle eigentlich nicht. Soll jetzt einen Spieler an der Stelle eigentlich nicht beeinflussen, sondern da geht es jetzt wirklich darum, die Hand, die Karte hat jetzt eigentlich ja nichts geändert. Also. Muss ja nicht so sein wie der Carlos. Muss man ja nicht. Kann ja auch anders leben. Okay. Was ist eigentlich ein Showmanship? Das riecht ja so nach 7-2. Warum machen wir das immer? Nee, ich glaube, so weit wird er nicht gehen. Heute wird er nicht beantragt. Das kann ich ja, auch. Ich mach's jetzt gerade. Ja, aber du dann alles also, Kuni hat er. Kuni ist ja so ein bisschen. So ein Non-Believer. Und? Er hat auch schon mal so einen Call ausgepackt. Und er ist im Juckel-Modus, wie er gesagt hat. Aber gut, wir spielen nicht beeinflusst. Das wäre schon stark. Also wenn er jetzt quasi, obwohl der Fischi, wenn der Fischi jetzt da raus ist. Boah, nice. Nice. Zweimal wollen sie spielen. Also, größter Putt des Abends, wenn ich das richtig sehe. Und wir gucken uns das hier live an. Crazy! Also nicht nur bei dir, sondern boah! Das erste geht mal an Kuni. Der erste Run. Nee, 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 nee. Und zweiter geht auch an Kuni. Damit ist diese Messe gelesen. Der Kuni gewinnt den größten Pott des Abends. Genau. Ah, servus, Präsident, servus. Sali ins Heigerloch. Sali Manu, Sali ins Heigerloch. Könntest du mal einen Gruß da lassen an den Tisch, wenn du noch nicht da warst? Das würden bestimmt alle feiern. Kommst du aber genau richtig zu diesem größten Pott des Abends? Das scheint deine Aura zu sein. Schwab. Fetter Pott, ja. Carlos kommt hier nicht durch mit seinem. Mit seinem Open Ender, den er dann versucht reinzudrücken am Turn, trotz der großen Bet, hat der Kuni hier richtig gelesen, die Messe. Nein, ich meine nur, dass der nicht, bei ihm sind es nicht 8,
Ah, Lena ist auch noch da. Wahrscheinlich die ganze Vize-Connection, wenn ich die ganze Vize-Urlaubs-Connection. Servus an die Vize-Urlaubs-Connection. Und Menges geht ins Bett. Ja, Menges, du bist ja auch schon Ü40 und es ist ja schon nach 11, von dem her ab ins Bett. Also gut, Menges, gute Nacht. Vielen Dank für die 100 Bits. Merci gesagt im Namen von Black Forest Booker. Eurem Streaming-Format für Live-Cash-Game in den Small Stakes. Mit allen Themen, die nah an der Zeit sind, würde ich jetzt mal an der Stelle einfach noch hinzufügen. Ich frage mich eh, wie der. Also, ich glaube tatsächlich, dass der. Kein Spiel, sondern. 35 Race? Ja, dass der. Also, der Höhnes hat den, glaube ich, gar nicht studiert, oder? Ja, du hast immer doch schon. Der Nico greift das Thema gleich mal auf und spricht über den Höhnes. So lange jetzt ausgehört, habe ich. Gute Nacht, Menges. Schlaf gut. Halten oder versucht aufzuhalten, dass er da halt jetzt ein paar. Merci fürs Bitten. Wieso mache ich immer so? Nee, also irgendwie so vom Typ her fand er auch irgendwie komisch, ja. Aber gut. Aber ich glaube, sie sind trotzdem Viertelsieger und dann. Poker. Poker in dem Fall. Weiß ich nicht, wer den Open Race gemacht hat, allerdings habe ich gesehen, dass der Birkules die 3-Bet gemacht hat. König, Junge, Off. Cash in Bar. Called. 7-4 suited. Koni überlegt kurz, aber nach dem großen Pot kann er jetzt die Hand jetzt nicht wegwerfen. Will natürlich auch die letzten Hände mitspielen. Also das sah ja auch richtig gut aus, wie wir gespielt haben. Halt schon, den kannst du mal nach 10 Sekunden so raushauen. Das war schon da mal. Ja, viel schneller geht nicht. Da muss halt einer vorher noch. Aber sonst. Das war das Einzige, oder? Ja, bestimmt. Koni Fold. So, Cash in Bar hat schon wieder einen Open-Ender. Dieses Mal mit 7-4 getroffen. König 6-5. Bekules hat Top-Herr. Mal gucken, wie sich die Hand dieses Mal ausspielt. Interessante Karte, weil die natürlich schlecht ist für Bekules. Achso, ich mag beide nicht. Also was der halt gut kann, ich glaube, der Holger hat irgendwas falsch gedrückt. Aber war, dass der jetzt Co-Trainer einer Nationalmannschaft sein soll, das ist schon krass. Ein Gruß an den Tisch von Alena, servus. Wieso? Woher sieht man das? Ist da rot gerade irgendwas rotes? Das weiß ich einfach. Ein Mann sieht rot. Oh, Birkules 440. Immer mit Kamera. Weißt du schon, bei der Kamera schon ein roter Punkt oder irgendwas? Kommt doch, habe ich schon im Plan. Jetzt echt? Ja. Knapp unter halben Pott. Kommt doch, muss ich mal bauen. Ich muss dann eine LED-Leuchte bauen, die ich an die Kamera anschließen kann. Weil die dann läuft. Ja, cool. Witzig. Ja, und gerade das All-In. Wenn so von Wein sollte, der dann noch reinzoomen können, dass er dann so reinfliegt. Schieben hoch, All-In. Was hast du? Das ist auf jeden Fall auch ein Gastbereich. Durchs Bodenbrech durchgedrückt. Der Präsident hat das Farbenfeature entdeckt. Wie lange spielen wir mal bis? Die 54. Hand. Die Hand noch und die Hand noch. Dann ist fertig. Zwei Hände. Dann spielen wir noch weiter. Oder? Ja, gut. Ich hoffe, das Rascheln von dieser Tüte ist nicht zu laut. Und wenn doch, ist es mir egal. Diese Schmerzen beim Birkules. Genial. Ich glaube, er wird gern callen. Boah, er macht's. Call! Er macht's. Der Kratos hat aber heute auch nichts zu lachen. Zweimal. Dreimal. Das ist ja jetzt geil noch erhöht. Zweimal spielen sie es anscheinend. Oh, guter Call hier. Ja, komplett schmerzbefreit.
Ich glaube, das ist deine Anwesenheit, Schwab. Der war vorher gar nicht so, aber jetzt gerade geht er komplett ab. Also, zweimal wird gedealt. Und? Der König bringt nichts. Und? Die zwei bringt auch nichts. Boah! Also, scoopt ja wieder alles der Birk und Carlos verliert schon wieder einen Riesenpot, einen 560 Big Blind Pot. Also, Wahnsinn, seit dieser Schwab hier da ist, heißt es beim Carlos eigentlich nur noch eins. Und zwar. Ich habe nur zwei rote Karten da, zwei, ja, okay, Flushdraw. Und das ist auch ein einfacher Call. Genau. Ja. Und er geht den Weg schon wieder des Schmerzes und holt sich selber einen Add-on. Mal gucken. Drei Schwadde, also nochmal drei Stacks. Reload hier vom Sugar Daddy. Ich meine, den Namen hat er auch nicht umsonst, ne? Sugar Daddy. Ja, manchmal sponsert er halt einfach so das ganze Equipment für so einen Stream. Manchmal sponsert er so das ganze Bier, was es dann zum Trinken gibt. Und manchmal sponsert er halt auch einfach den ganzen Tisch. Schwab, ich werde es einfach für mich behalten, dass du hier der Doom-Switch warst. Ja? Das werd ich werde es nicht verraten. Wann ist denn eigentlich mal wieder so weit, dass du hier bist? Ich habe irgendwie gedacht, dass du heute auch hättest können oder sowas. Sorry. Nicht schauen, nicht schauen. Ich bin hier raus. Die hier Hand. Geht mal gleich. Habt ihr da irgendwas gesehen? Nee, ohne Witz nicht. Ich wusste gar nicht, dass da. Ich wusste gar nicht, dass da. Erzähl mal. Was ist denn hier passiert jetzt gerade? Also hier raus, mir ist scheißegal. Ich habe nichts gesehen, ist ja okay, wenn wir alle nochmal neu machen, das schmeckt völlig ein. Weiterspielen. Niemand was gesehen hat? Nichts gesehen. Zum Osterpoker, da bin ich leider nicht da. Aber geil, schön. Ja, mal gucken, ob das stattfindet. Steht leider aktuell noch in den Sternen. Wenn jetzt die ultimative krasse Handzustande kommt, dann. Glaubst du nicht, dann glaubst du keinen. Dann muss man in Köln anrufen. Jetzt haben sie wieder Zeit. Ja, wenig Zeit kenne ich. Ich glaube, wenn ich nicht hier wohnen würde, relativ nah, dann wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich da immer die Zeit finden könnte. Passt quasi eigentlich in jedem Stream irgendwie zu helfen oder was zu machen, zu spielen. Aber dadurch, dass ich da doch recht nah am Geschehen wohne, geht das Ganze. So, in der Hand haben wir eigentlich nichts. Ich weiß jetzt nicht, warum dass die zwei jetzt hier weiter spielen. Der Nico Junge hoch. Pirkules 6 hoch. Pirkules checkt. Nico weiß, dass er die Hand nicht gewinnen kann. Wenn er nichts macht und setzt ja mal ein einen kleinen hier. Oh. Ja, Generation Z oder Generation H, besser gesagt Generation Handy, da sitzen sie, gucken wahrscheinlich den Livestream parallel an und gucken sich mal an, was so der ein oder andere spielt. War natürlich nur Spaß, keine Ahnung. Prüfen wir jetzt nicht. Könnte man eigentlich mal machen, oder? Vielleicht mal prüfen. Vielleicht glaube ich nicht, dass da irgendeiner den Stream anguckt. Also, der Fold kann schon mal Chipcount machen. Nee. Ja, der Räusperer, der passt jetzt genau richtig rein. Egal, gehen wir zurück zum Pokern. Wir haben Straddle und Double Straddle. Und einen Haufen Limps. Birkulis wird die Hand 3 betten. Gerade jetzt, nachdem er wieder Überwasser hat, wird er die Hand nicht holen. König Junge ist off. Fischi wird callen. Er wird die Hand nicht raisen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Oh, nee, Erase tatsächlich. Ui. Okay. Ganz neue Moves. Minerase quasi. Ja, man hat schon mal davon. Pfeifenwix muss seine Hand, die er gern spielen würde, Dame 10 in Pik leider wegwerfen auf das große Race. Für ihn sind es ja dann doch 5 zu callen. Wegwerfen. Und so Birkules, wie gesagt, ja, der wird keine Hand mehr folden jetzt bis zum Ende des Streams. Der geht da mit. Und wir sehen dann zu zweit einen Flop, der uns zeigt 2, 2, 3. Und damit ein Overpair für den Fischi, der jetzt gerade den 3-Bit ausgepackt hat. Und ich kann an der Stelle mal kurz einen Gast begrüßen, den ich hier gerade besucht. Hier, der Junge, der es geschafft hat, von minus 30 auf plus irgendwas zu kommen, ne? Was immer? Plus 34. Nicht schlecht. Ja, ich meine, ja, die Karte, aber kann trotzdem die Chips auch mal ziehen. Das kann sein, ja. Hast du irgendwas? Willst du das jetzt den Deal anhängen? Das Missgeschick. Das ist Malheur. Game. Wie viel? Hier mal innen. Herzlichen Dank, Pfeifenwix, für die musikalische Einlage an der Stelle. Hä? Jeko, das Gold, das kannst du schon wieder. König, Junge. König hoch? Ja, so spielen die ganze Zeit. Das spielt ja nicht. Wie kann man das jetzt callen? Das ist schon, da gibt es ja auch gar nichts eine Option. Hä? Hm. König hoch, oder was? Overcards, ja. 11 Euro. Sag mal, good luck. Wir haben mittlerweile das Hanebüchen. Was inflationär. Ja, Hanebüchen. Ja, und der Fischi gewinnt endlich mal einen großen Pott. Der war jetzt bis jetzt auch nicht schon. Ich spiele zweimal. Oh Gott. Ich seh schon einen Junge. Nee, war mal dreimal so hoch wie er die Schieb. Nee. Der kann nur zweimal. Ja, und da kommt der König. Ja. Tja, und so hat der Fischi jetzt am Ende halt doch wieder einfach nur so viel wie vorher. Ja, gegen dich abgeladen und danach gegen ja, falls sich jetzt irgendjemand fragt, was gerade passiert, es wird, glaube ich, gerade jetzt einfach eine Endabrechnung gemacht. Wir sind durch für heute, das war's. Jetzt wird gezählt und dann gibt's noch ein Feedback. Von dem her sag ich mal Musik an. Ist gut. Sehr dunkle Musik. Ah, das ist gut. ESPN.
Ja, ich könnte so ein bisschen East Dance. Ist das okay, Token? Mit so einem Jingle hier. Das ist eine Kamera. Kamera. Ja, Kamera und Pfeifen ist jetzt. Ja, ja. Ach so, ganz fertig. Ja, dann ist es fertig. Ja, dann können wir es zusammen moderieren. Komm. Bam. Alles drüber und runter hier. Andersrum. Das ist schon das ist aktualisiert noch. Ja, ja. Ja, Holger. Servus. Zurück hier am Moderatorentisch. Ja, Kevin, da bin ich. Das ist das Mikrofon an, sehr gut. Ja, ja. Ja. Ich habe gedacht, wir präsentieren jetzt noch die Stats kurz zusammen. Ja, brauche ich eigentlich gar nicht präsentieren, weil ich war ja am Tisch und habe es ja gesehen. Ja gut, dann tschüss. Alles klar. Ja. Ja. Also, in diesem Sinne, ne? Ja. Nee, leg los, ich bin bereit. Ja. Ich bin gespannt, wer ein Plus und wer ein Minus ist. Ich kann es ja schon halb denken, aber ich bin gespannt. Wie du siehst ja auch schon da oben. Vielleicht kannst du das deswegen denken. Ja, das hilft mir enorm. Okay. Gut. Ja. Gut, also hier das amtliche, offizielle Endergebnis haben wir hier auf einen Blick für euch zusammengestellt. Und wir sehen, Birkulis. Mhm. Ein überragender Run irgendwann hat es gestartet und hat aber überhaupt nicht mehr aufgehört. 64,15 plus am Ende. Mhm. Ja. Der Tagessieger. Glückwunsch, Birkulis. Der große Tagessieger, ja. Applauso, Applauso. Ja, ja, genug. Ja, reicht. Genau. Kuni war gerade schon Gast bei mir hier im Moderationszelt. Mhm. Okay. Und dem habe ich gerade schon gesagt, also wirklich. Der braucht nicht mehr kommen. Ich glaube, von minus 30 auf plus 34,50, doch. Mhm. Erstaunlich, dass er das noch geschafft hat. Aber natürlich unter anderem mit Hilfe unter großer Zusteuerung von Sugar Daddy. Mhm. An der Stelle nochmal großes Dankeschön an Sugar Daddy. Ich habe schon gesagt, der finanziert nicht nur das Poker-Equipment und das Bier, sondern auch zusätzlich noch die Spieler am Tisch. Man muss die Klientel am Laufen halten, am Tisch halten. Ja, ja. Ja, mhm. Ja. Nico Mack hat sich nicht ganz so belohnt für das, was er heute präsentiert hat. Die Musik gar nicht so laut. Nee, das müsste passen. Genau. Hört man uns vielleicht gar nicht am Ende. Ja. Kann ich da irgendwo, wo ich stehen muss? Das passt so. Ja, okay, ja. Alles klar. Pfeifenmix, der hat irgendwie überhaupt nicht so richtig teilgenommen am Tisch, aber das war ja irgendwie schon die letzten Male der Fall. Ich weiß nicht, wieso. Er hatte eigentlich an der einen oder anderen Stelle auch eine gute Hand, um mitmachen zu können. Hat es aber nicht umsetzen können. Ein bisschen Pech gehabt, aber einen richtigen Fold gemacht, als das Ass kam und er dann gefoldet hat und der König am River noch gekommen wäre. Ja, ich fand, der hat eigentlich ganz stabil gespielt. Der hat stabil gespielt, ja. Er hat das Notwendige gespielt und das war es dann auch. Ja. Ja, selber ein bisschen ohne Luck, so aus meiner Sicht. Ich habe die Karten nicht gesehen. Ah, Fischi, halt, stopp, der war ja auch noch da am Start. Hat der Fischi auch mitgespielt? Fischi! Fischi war auch nicht so präsent. Ja, Fischi, die Pfeifenwegs-Fischi-Ecke, die war eh so ein bisschen untergetaucht, ja, pokertechnisch. Ja? Ein paar Mal, der Fischi hat ein paar Mal hier Sticker Race ausgepackt. Das muss man ihm schon zugute halten im Vergleich zum Pfeifenwix. Der war ja, zögerlich, aber ich glaube, da waren die Karten einfach schuld. Haben wir nicht gesehen. Also Fischi hatte nicht wirklich gute Hände. Okay, also dann alles gut gemacht, Fischi. So, Seppel, drei Lagen im Minus heute. Ich glaube, dem war das Glück auch nicht hold. Ja. Ah, ja, genau. Ja. Zum Fußball, weil er nicht noch länger ausgehen. Und der Chart noch oben war, wollte er heim. Ja. Da, um 9. Gut, und am Schluss war der Patient einfach tot beim Set. Ja. Dann hat er aber nichts mehr gemacht. Genau, am Ende Gelände. Ja. Ja. Ausgesessen. Ausgesessen. Ja, und Cash and Bar, der hat alles gegeben, also wirklich alles gegeben. Das kann man ihm nicht vorwerfen, ja. Ja, aber die Karten wollten nicht kommen. Ja. Auf der anderen Seite wurde er halt auch ziemlich loose gecallt, war so mein Eindruck. Ja, das war schon kurios. Ja, absurd. Die zwei Hände waren kurios. Also vor allem haben die ja direkt nacheinander stattgefunden. Ja. Also das war ein Kuriosum. Mhm. Ja. Ja, das stimmt ja zu, Kevin, ja? Ja, genau.
Weiter geht's. Jetzt weiter. VPIP. VPIP. Wie heißt es? VWIP. VWIP. VW. Genau. Ja, genau. Das Getränk des Tages war Weizen. Weizen. Ja. Ich habe irgendwann gesagt, Birkele spielt ab jetzt einfach nur noch jede Hand. Er hat, als er die Pöte gewonnen hat, hat er einfach nur noch jede Hand gecallt. Das war dann so und dann ist der VPIP einfach nur noch angewachsen. Und ähnlich war es dann auch beim Kuni. Der hat dann irgendwann auch kein Halten mehr gefunden. Cash and Bar war im Revenge-Modus. Ich habe das Wort immer noch nicht so richtig gelernt. Der hat auch irgendwann auch angefangen, viele Hände zu spielen. Ja, wenn der Brand kommt, dann bleibt man dabei. Ja? Fuß war auf dem Gaspedal. Ja, ansonsten war nichts relativ normal, was Spieler gespielt haben. Nico Sebel Heidenwix war zurückhaltend, ja? Ja. Aber kontrolliert, würde ich sagen. Kontrolliert, okay. Kann man sagen, kontrolliert. GFR, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, okay. Gut, auch das erwartbar, ja? Wirkt das? Heidenwix, 9,4 auf der Richterskala. Ja, also geht doch, da geht doch was, ja? Ich hab dann doch vier Hände gefunden, glaube ich, der Grace. Genau, geht doch. Genau, sehr gut. Ja, okay. Ja, aber jetzt auch nichts. Völlig überraschendes beim PFR, also alles deckt sich mit dem, was ich wahrgenommen habe. Mhm. Ja, genau, Winrate, ja klar, logisch. Birk ganz oben, Kuni, Nico Mack, ja. Faltenwix, ja, die Kings, hätte er die gewonnen, du, das wäre was gewesen, ja. Aber er hat er gefoldet, ne? Ja. Ja, hier auch, Cash and Bar, der war eine Zeit lang echt weit oben, ich glaube direkt hinter Birkoles, und dann hat er aber irgendwann einfach jede Hand verloren, weil er halt auch schwache Hände gespielt hat, Draws gespielt hat, die nicht angekommen sind und dann noch loose gecallt wurde. Das war Pech am Ende. Charge glatt. So war's. So war's. So ist es. Kurz, genau so hat sich zugetragen. Das hier machen, glaube ich. Oder? Genau, also dann stark. Genau. Stark, dass Kevin jetzt hier durchmoderiert hat. Ich hoffe, es war gut und unterhaltsam mit Kevin. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer wir hatten. Am Replay gucke ich das Leute an. Genau, vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Mitspielen. Als Dealer hat es Spaß gemacht. Ja, als Dealer hat es Spaß gemacht, als Moderator hat es auch Spaß gemacht. Genau, ich kann nur noch mal sagen, der erste Dealer war okay. Der zweite auch. Der zweite hat es halt gerissen. Wird auch schon. Also, die Spieler sind einer Meinung, ein Dealer war gut. Alles klar, dann sind wir durch, Kevin. Haben wir jetzt dann alle Einzelmeinungen eingeholt von dir? Ich habe noch viel zu sagen, aber ich hebe es mal auf für ein andermal. Sehr gut. Genau, in diesem Sinne. Die Pfeifenwix-Einblendung dann. Das ist nicht die Pfeifenwix-Einblendung, du musst da hinten klicken. Ah, okay. Mensch, hier Pfeife. Ja. Also. Gut, also. Damit soll es dann auch damit werden für heute. Genau, lassen wir es dabei. Ich wünsche euch immer eine gute Hand. Bis zum nächsten Stream. Der nächste Stream könnte stattfinden. Nächste Woche. Ja, wird er aber nicht. Wird aber nicht? Schon abgesagt? Nee, übernächste Woche. Ostermontag. Nächster Stream. Wenn wir die Hütte voll kriegen. Das ist für mich nächste Woche. Okay, alles klar. Dann nächste Woche. Eine Woche und zwei Tage, von dem her kann man sagen, nächste Woche. Sehr gut. Ja. Gut, also dann in diesem Sinne. Wir haben eigentlich ziemlich gleich gespielt. Adios. Mexiko oder wie auch immer. Tschüssi, macht's gut, bis bald.